ganz herzlich im Haus der Bürgerschaft. Ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder zusammensitzen können, wenn auch ein bisschen auseinander. Aber allein die Tatsache, dass wir wieder zusammen sein können und solchen Ereignissen in der Atmosphäre gemeinsam beiwohnen können, das ist einfach was völlig anderes, als wenn Sie sich vor den Fernseher setzen oder vor den Bildschirm und dann liest Ihnen jemand was vor. Das ist der Unterschied wie bei einem Theaterbesuch und einem Stück im Fernsehen. Es ist einfach unmittelbarer. Die Emotionen sind spürbarer, die guten wie die schlechten. Manchmal ist auch das Klima spürbarer und vielleicht ist auch nicht ganz so gemütlich, als wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzen würde. Aber ich verspreche Ihnen, das wird heute ein außergewöhnlicher Abend. Mein Name ist Antje Rother, ich bin die Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft und habe die Ehre, Sie hier heute in diesem Haus begrüßen zu dürfen. Museen mit außereuropäischer Kunst im Herzen Europas sind begehbare Schaufenster kolonialzeitlicher Aneignungspraktiken. An diesem Faktum führt kein Weg vorbei. Sie fordern uns als Gesellschaft regelrecht dazu auf, zu entscheiden, ob, in welcher Form und wie lange noch wir im 21. Jahrhundert mit diesen Institutionen weiterleben wollen. Das ist ein Zitat von unserem heutigen Ehrengast Benedikt Savoir aus dem Epilog ihres Buches Afrikas Kampf um seine Kunst. Und es fasst aus meiner Sicht sehr komprimiert zusammen, worum es am heutigen Abend gehen soll. Sehr geehrte Frau Savoir, liebe Libusche, erlaube ich mir zu sagen, wir kennen uns schon etwas länger. Sehr geehrte Frau Professor Toppe, sehr geehrter Herr Bleil, sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Frau Menz. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur heutigen Lesung und Diskussion im Haus der Bürgerschaft und freue mich, dass dies tatsächlich eine der ersten Veranstaltungen in unserem frisch renovierten Haus eine so hochrangige fachliche Veranstaltung ist. Gestern Abend haben wir ja schon den 75. Geburtstag des Bremer Frauenausschusses des Landesfrauenrats gefeiert. Meinetwegen kann es gerne mit solchen Veranstaltungen weitergehen. Die Provenienzforschung beschäftigt sich als Teildisziplin der Geschichtswissenschaft bzw. der Kunstgeschichte mit Herkunft und den wechselnden Besitzverhältnissen von Kunstwerken. Soweit so theoretisch. Wer die Provenienzforschung auf dieser Ebene belässt, unterschlägt ihre gesellschaftlich-kulturelle Bedeutung. Denn Provenienzforschung sorgt nicht nur für die ordnungsgemäße Aufklärung von Herkunftsgeschichte, sondern sie gibt Kunstwerken ihre Geschichte wieder. Sie ist die Voraussetzung für Restitution, dafür, dass junge Generationen ihr Kulturerbe und der Nachlass ihrer Vorfahren nicht länger vorenthalten wird. Dafür, dass Menschen stolz auf das kulturelle Schaffen ihres Landes sein können. Sie schließt offene Biografien von Gesellschaften und füllt Leerstellen im kulturellen Gedenken. In der breiten Öffentlichkeit lag der Fokus lange ausschließlich auf der Zeit des Nationalsozialismus. Vorfälle wie der Schwabinger Kunstfund 2013 mit der Beschlagnahme von 1000 Kunstwerken in München gingen durch die Medien und sorgten für Aufsehen, vielleicht auch für Bewusstsein. Immerhin, möchte man hinzufügen, denn die gesellschaftliche Verantwortung für unrechtmäßige Aneignung, für Raub von Kunst- und Kulturgegenständen ist nach wie vor zu niedrig. Die Frage, wie mit Objekten, die aus kolonialen Unrechtskontexten stammen, umgegangen werden soll, ist dabei viele Jahre im Schatten geblieben bzw. sogar in Vergessenheit geraten. Manche mögen sagen, absichtlich vergessen worden. Unzählige Kunstwerke sind in der Kolonialzeit nach Europa verbracht worden. Das ist keine Entdeckung des 21. Jahrhunderts. Schon in den 1960er Jahren, kurz nach der Unabhängigkeit der ersten afrikanischen Staaten, tauchte der Diskurs in Europa auf. In den 1970er Jahren gab es zaghafte, allerdings nicht sehr erfolgreiche Versuche, Restitutionen in die Wege zu leiten. Auch weil unter anderem Verantwortliche in Deutschland sich dieser Verantwortung schlicht entzogen. Erst in den 2000er Jahren und verstärkt seit 5, 6 Jahren diskutiert man intensiv über koloniale Objekte. Bremen ist in dieser Hinsicht Leuchtturm gewesen. Unsere Hansestadt, ich zitiere unseren Gast heute Abend wieder, war in der internationalen Geografie der ersten postkolonialen Restitutionsdebatte von Anfang ein, wenn nicht sogar der Hotspot, was die Verquickung von Museen, Medien, Politik und Universität angeht. Schon 1970 wurde in unserem Bundesland die Aufarbeitung des Kolonialismus in Angriff genommen. Ganz vorne mit dabei das Überseemuseum und sein damaliger Direktor Herbert Ganselmeier. Aber auch viele andere Museen zeigen ihre Verantwortung.
Darauf können wir als Stadtgesellschaft stolz sein. Auch hier im Parlament der bremischen Bürgerschaft haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder über Provenienzforschung und den Umgang mit Raubkunst diskutiert. Weil es dabei nicht darum geht, als Land, als Museum oder Institution etwas zu verlieren oder etwas zuzugeben. Restitutionen bedeuten für Europa keine Entsorgung der Vergangenheit, haben Sie, Frau Savoy, geschrieben. Genauso ist es. Wir alle gewinnen dadurch, wenn wir zukünftig in den Museen die Geschichte hinter den Objekten erfahren. Zu wissen, wann und warum ein Kunstwerk nach Deutschland kam, wie die damaligen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Herkunftsland waren und was das über die kulturellen Machtverhältnisse von damals aussagt, das trägt zur Mehrdimensionalität eines Museumsbesuchs bei. Liebe Frau Savoy, Sie haben sich dem Thema der Restitution mit viel Einsatz, Engagement und Leidenschaft gewidmet. Sie haben im Auftrag des französischen Staatspräsidenten einen Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter erarbeitet. Und auch in Deutschland haben Sie die Diskussion angestoßen und auch klare Worte nicht gescheut. Ihr Interesse an Provenienzforschung ist übrigens, so habe ich es gelesen, angeblich bei einem Gang durch das Brandenburger Tor geweckt worden. Vielleicht mögen Sie uns zu dieser Begebenheit gleich noch mehr berichten. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir Sie heute Abend hier begrüßen dürfen. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend und eine angeregte Diskussion. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Vizepräsidentin. Ich finde es auch toll und schön, dass Sie alle hierher gekommen sind und Frau Savoy, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben von Berlin und ohne Pannen hier rechtzeitig gekommen sind. Freue mich ganz besonders. Mein Name ist Henning Bleil von der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, dass wir eine Kooperation heute haben, dass Sie dort mit der Globale und mit dem Rat für Integration und natürlich mit der Bürgerschaft, sonst könnten wir diesen tollen Raum hier heute nicht mit Leben füllen. Ja, das Brandenburger Tor, darüber sprechen wir auch noch. Wir sprechen über Macron. Sie haben schon ganz viele Stichworte genannt, Frau Guterre. Eigentlich können wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, das meiste, das Wesentliche ist doch gesagt worden. Da könnten wir also über gestern sprechen. Gestern gab es eine ganz wichtige Nachricht. Der Literaturnobelpreis wurde verkündet. Abdulrazak Gurnah bekommt ihn. Haben Sie sich da besonders gefreut, Frau Savoy? Ja, und auch über den heutigen, war das heute, Der Friedensnobelpreis. Ja. Der Friedensnobelpreis, das ist zwei gute Nachrichten. Ja, die Begründung für den Literaturnobelpreis war ja, ich zitiere, er wird ausgezeichnet für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten. Was auch sein eigenes Schicksal ist, er ist bekanntlich geflüchtet aus Tansania, wo er herkommt. Damals hieß es noch, allerdings, als er geboren wurde, Protektorat Sansibar, danke, die berühmte Insel, die wir hier wegen Helgoland besonders im Blick haben. Also er ist im Protektorat geboren, also in der vormaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika. Also das ist ja ganz viel Koloniales, was in seiner Biografie mit dabei ist. Er ist dann geflüchtet nach Großbritannien, dort lebt er. Er schreibt auch auf Englisch, eben nicht auf Swahili, sondern auf Englisch, aber trotzdem ist er der erste Literaturnobelpreisträger aus Tansania. Ist das sozusagen Rückenwind aus Stockholm jetzt auch für Ihr Anliegen? Finden Sie das ein bisschen einfacher Satz vielleicht, aber hat das eine Bedeutung, dass erstmalig jemand aus Tansania ausgezeichnet wird? Ja, das hat sicherlich eine Bedeutung. Ich möchte, bevor ich antworte, alle begrüßen. Ich freue mich außerordentlich, hier zu sein. Ich war nicht oft in Bremen, aber es war jedes Mal eine große Freude und ein Ereignis und heute bin ich zum ersten Mal bei Tageslicht hier. Ich glaube, ich bin sonst immer im Winter gekommen, so 16 Uhr war es schon dunkel. Also freue ich mich sehr und ich freue mich nicht nur deswegen hier zu sein, sondern weil Sie das, und vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Einleitung, wie Sie das gesagt haben, das Bremer Überseemuseum eine wichtige Rolle gespielt hat, sowohl in der Kolonialzeit als auch in den 70er Jahren in der Bundesrepublik. Und ansonsten Bremen auch mit den Grünen hier sich sehr engagiert hat vor 3 Jahren in Berlin im Bundestag, um die institutionellen Lügen, die über dieser Geschichte lagen und die Berlin ungern aufdecken wollte, um die sichtbar zu machen. Und genau deswegen
es ist nicht nur ein Abend hier, sondern es macht richtig Sinn, aus meiner Perspektive hier zu sein. Und wie Sie sagten, ist die Präsenz auch die Gelegenheit, eine Interaktion zu haben, die wir seit 2 Jahren fast nicht mehr hatten. Und ich freue mich auch auf die Diskussion nachher. Ich werde also nur kurz antworten, damit wir mehr Zeit haben fürs echte Leben. So, ich habe mich gefreut, und aber vielleicht um die Brücke etwas anders zu machen, es gab schon einen Literatur-Nobelpreisträger aus Afrika in den 80ern, Wole Soyinka, der für mich oder für unsere Thematik sehr, sehr wichtig ist, aus Nigeria, weil der schon in den 70er Jahren befunden hat und nach eigener Erzählung, warum sollte man ihm nicht glauben, seiner Regierung damals in Lagos geraten hatte, aufzuhören zu verhandeln mit den Briten. Die wollten die Benin-Bronzen damals schon zurückhaben, und er schlug vor, ein Kommando bewaffnet ins britische Museum zu schicken und dort auch, wenn es sein muss, mit Söldnern alles mitnehmen zu lassen und gewaltsam, genauso wie es hingekommen war, zurückzuholen. Was damit zusammenhängt, was interessant ist, ist, dass alles, was wir besprechen seit 3, 4, 5 Jahren und auch in Filmen sehen, in Hollywood-Filmen, Black Panther, dieses gewaltsame Zurückholen, das war schon in der Imagination von Künstlern, von Schriftstellern, hauptsächlich Männer, aber Frauen sind jetzt dazugekommen, schon da in den 70ern. Und deswegen ist die Literatur, ist die Kunst, ist der Film, ist der Tanz heutzutage auch sind wichtige Medien, um manchmal sehr verkrampfte Themen oder Themen, die richtig wehtun, anders anzupacken. Mit Imagination, mit Dichtung, mit Reimen, mit Tanz. Und genau so ein Thema, die Migration heute und die Brutalität der Haltung von uns zum Beispiel in Europa zu thematisieren über die Literatur, ist vielleicht ein guter Weg, wenn sonst psychologische Blockaden es nicht schaffen, es politisch zu lösen. Eine weitere Brücke vom Literaturnobelpreis zu uns hier heute in der Bremer Bürgerschaft ist der Umstand, dass Sie Germanistin sind ursprünglich. Sie haben also sich mit Literatur anfangs beschäftigt, nicht mit Kunst. Und das war das Stichwort, was Sie gegeben haben, Frau Grotter, das Brandenburger Tor. Ich fand es auch interessant zu lesen, dass Ihr Zugang zum Thema Kunst und Kunstraub, also über Ihr Germanistikstudium ging und dann mit der Beschäftigung mit Kunstraub aus Deutschland, also nicht aus Afrika, sondern aus Deutschland, darüber haben Sie promoviert, 2000 in Paris. Wie sind Sie denn damals drauf gekommen, auf dieses Kunstraubthema? Brandenburger Tor war das Stichwort, da haben Sie eine Erkenntnis. Ja, man muss dazu sagen, das ist Germanistik außerhalb von Deutschland. Wenn man in Afrika, in Kamerun, in England, in Frankreich, in Italien Germanistik studiert, studiert man eigentlich sowas wie German Studies, also Deutschland in seiner Literatur und Sprache, aber auch als Kultur. Und ich sage das besonders gerne, weil unsere meisten Kooperationspartner aus Afrika momentan, wenn wir an der TU in Berlin zum Beispiel über diese Themen arbeiten, auch Germanisten sind. Und also meine engste Kooperation momentan mit der Universität Tchang in Kamerun ist mit der Germanistik dort. Und das ist immer sehr rührend, wenn man in einer Drittsprache sich begegnet. Und das ist auch sehr rührend, weil wir dieselben Germanistenreflexe haben. Also wir zitieren Goethe, wir zitieren die grammatischen Kürzel, um mit Dativ und Genitiv klarzukommen, etc. Und das machen wir mit den Kollegen aus Kamerun. So, mein Zugang war also nicht nur literarisch, sondern auch, man nannte das Landeskunde, und ich fuhr mit dem Fahrrad unter dem Brandenburger Tor. Also die Mauer war schon weg, es war möglich. Und da fährt man unter dem Tor, und oben ist die berühmte Quadriga von Johann Gottfried Schadow. Und jemand sagte mir, die sei nach Paris entführt worden, als Napoleon in Berlin war, 1807. Und ich wusste als Französin, genau wie ich vor wenigen Jahren nichts vom Kolonialismus wusste, wusste ich, Sie werden sich wundern, aber ich wusste nichts von Napoleon in Berlin. Nie gehört. In Frankreich ist Napoleon nicht so beliebt. Man hört bei Bonaparte auf. Also bevor er Kaiser wird, und den Rest kriegt man nicht so mit. Also hörte ich erstens, dass Napoleon in Berlin war, und zweitens, dass er die Quadriga hat mitnehmen lassen. Ja, und so begann die Beschäftigung mit der gewaltsamen Aneignung von Kulturgütern von anderen. Und in meinem Fall aus der deutschen Perspektive, das heißt, in dem Fall war ich bei den Opfern, wenn man das so sagen kann. Und
das prägt einen, weil die Opfer von damals, da, also die sich geäußert haben, das waren die Brüder Grimm, die Brüder Humboldt, Goethe, Schiller, die Mutter von Schopenhauer, Johanna Schopenhauer, etc. Und das sind Leute, die schreiben konnten und die Sachen auf den Punkt bringen konnten. Und das heißt, ich habe mich mit dem Gefühl einer Enteignung, des Verlustes auseinandergesetzt, durch die Sprache und die Gedanken von Top-Leuten, Top-Deutschen, um 1800. Und das prägt einen für immer. Und dann, wenn man Ole Soyinka liest oder sonstige Personen in Afrika, die sich enteignet fühlen, nicht nur in Afrika, die Konstellation gibt es ja überall, dann hat man sofort die Verbindung zu, ah ja, okay, Goethe fand das auch so. Oder Alexander von Humboldt hat sich so positioniert wie der und deren Kamerun heute. So. Und das war ein großer Gewinn, das nicht aus der Perspektive des Siegers zu rekonstruieren, sonst schreibt immer der Sieger die Geschichte, aber sondern aus der Perspektive der Verlierer. Und das waren 15 Jahre lang nur die Deutschen, die haben dann alles zurückbekommen, als Napoleon in das ist Geschichte. Der Unterschied in der Geschichte. Machen wir jetzt einen Zeitsprung zum anderen französischen Kunstraum, mit dessen Aufbereitung oder Restitution, die beauftragt wurden von Macron, vom französischen Staatspräsidenten 2018, zusammen mit Felwine Sarr, dem berühmten Ökonom aus dem Senegal und Autor von Afrotopia, also ein wichtiger Philosoph. Und Felwine Sarr, ihr Partner, bei diesem Bericht, den sie im Auftrag von Macron erstellt haben, um die Frage, wie könnte es denn jetzt gehen, dass afrikanische Länder Kunstgegenstände aus Frankreich zurückbekommen. Diesen Bericht haben Sie dann abgegeben im 2019, glaube ich. Durcheinander, aber ich glaube, das war 18. War schon 18, okay. Und dann hat sich Ihr Partner Felwine Sarr ziemlich skeptisch geäußert in der Zeit, in einem Interview. Da zitiere ich ihn aus dem letzten Jahr, hat er geschrieben, hat er gesagt im Interview, geschehen ist fast nichts. Okay, Sie haben beschlossen, 26 Objekte aus Benin zu restituieren. Benedikt Savoy und ich waren zu dieser Konferenz eingeladen, im Juli 2019 in Paris, wo dann eben die nächsten Schritte beschlossen werden sollen, Restitution, aber wir sind aus Protest nicht hingefahren. Das ist ja ein ziemlich ernüchterndes Resümee. Jetzt ist es so, dass in 10 Tagen tatsächlich diese Restitution stattfindet, von Bronze nach Benin, das werden wir jetzt erleben, aber wie ist das denn insgesamt, Ihre Bilanz? Sind Sie enttäuscht von Ihrem Auftraggeber? Nein, überhaupt nicht. Also vielleicht muss man daran erinnern, dass diese 26 Objekte, das klingt nach wenig. Das Musée du Quai Branly hat in seinen Inventaren 69.000 Inventarnummern von, ich sage, Gegenständen. Andere sehen die als Subjekte. Also man muss sehr aufpassen mit dieser Terminologie. Aber sagen wir Inventarnummern, 69.000. Und wenn da aus Afrika südlich der Sahara, natürlich auch viel aus dem Norden, also Algerien, Marokko etc. Aber so, und wenn man sagt, tatsächlich, es werden 26 Gegenstände an die Republik Benin zurückgegeben, das ist das Land zwischen Nigeria und Togo, also das ehemalige Dahomey, nicht zu verwechseln mit Benin City, das ist kompliziert, dann denkt man, ja, 26 von 69.000, das ist doch eine Provokation. Aber man muss dazu sagen, erstens, dass diese 26 Skulpturen reklamiert wurden seit langer Zeit durch die Republik Benin, durch den Präsidenten Patrice Talon, und dass bis dahin, also vor unserem Bericht, die Antwort immer Nein war. Oder die Antwort war sowas wie, wir verstehen durchaus, dass Sie ein Interesse an Ihrem eigenen Kulturerbe haben, aber leider, denn wir haben in Frankreich auch ein starkes Interesse daran, aber bei uns sind solche Sammlungen inalienabel, also unveräußerlich, und deshalb, sorry, wir können nichts machen. Und der Grund, warum die Republik Berlin diese 26 Skulpturen wieder haben wollte, ist ein starker historischer Grund, dass es handelt sich jetzt nicht um Skulpturen in dieser Größe, auch nicht um Benin-Bronzen, die manchmal so groß sind oder so. Sie haben drei hier im Museum, drei Köpfe aus Nigeria, Republik Benin, sondern es sind übermenschengroße Skulpturen, drei davon oder vier, die Tierköpfe und Menschen mit Körper haben, anthropomorphe Tierskulpturen, wenn man so will, sehr, sehr große, die dem König, dem letzten König dort
gehört haben und die seine Power verkörpert haben. Also es sind Machtobjekte und das sind die Objekte des Königs. Und dieser König wurde von den Franzosen 1892 oder sein Schloss wurde, sein Palast verbrannt, niedergebrannt, die Objekte wurden weggenommen und er wurde ins Exil geschickt. Und das ist das Ende dieses Königreichs, das ist das Ende der sogenannten präkolonialen Zeit. Danach hat es nicht mehr gegeben und danach hat es eben die Arbeit der Franzosen gegeben, die gesagt haben, ihr habt keine Geschichte, eure Sprache soll nicht gesprochen werden, wir nennen eure Objekte weg, etc. Das heißt, das sind nicht irgendwelche 26 Löffel, das sind 26, muss man sich vorstellen, Glaskrone so ungefähr. Also richtig, das ist ähnlich wie, ich weiß nicht, was Sie in Bremen besonders hier super kostbares haben. 26 Rolande. Rolande. Ich dachte gerade an den Reliquienschrein in Köln, in der Kathedrale, wo die drei Könige, also die Knochen, Human Remains, sind. Also es ist richtig wichtig aus deren Perspektive und für uns aus Frankreich sind das interessante Skulpturen. Aber so. Und deshalb bin ich nicht enttäuscht, wenn Felouin sagte, es sei nichts passiert, das muss man ihm lassen. Also er sieht das so und wir sind sehr befreut und wir sprechen auch miteinander darüber. Ich bin nicht enttäuscht. Ich glaube, das ist ein riesiger Schritt, auch wenn es nur einer ist. Und es werden weitere dazukommen. Und die Tatsache, dass die heute ist angekündigt worden, dass in der letzten Oktoberwoche diese 26 sehr großen Gegenstände zu gehen. Es sind auch Türen dabei, also Palasttüren. Sehr große Sachen. Das finde ich. Also ich bin richtig gerührt, muss ich sagen. Und ich freue mich sehr. Wir freuen uns auch über das Timing, dass genau heute die Ankündigung aus dem Élysée-Palast tatsächlich gekommen ist. Das Spannende ist ja, dass Sie so eine doppelte Perspektive haben. Sie sind Französin, aber haben in Deutschland studiert. Sie unterrichten jetzt ja auch sowohl an der TU in Berlin als auch am Collège de France in Paris. Und Sie haben eben die Erfahrung mit den Kulturpolitiken in Frankreich, dabei waren wir gerade, aber eben auch in Deutschland. Und Sie waren bekanntlich auch im Expertinnenbeirat des Umweltforums. Und das haben Sie auch unter Protest verlassen. Also so wie Sie aus Protest dieser Konferenz in Paris ferngeblieben sind, Ferdinand Saar drückt das so aus, sind Sie sehr wahrscheinlich, oder können Sie gleich dann richtigstellen, habe ich so gelesen, dass Sie schon unter Protest aus dem Humboldt-Expertenrat ausgeschieden sind. Sie haben da starke Worte gebraucht. Sie haben jetzt gesagt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz halte die Geschichte ihrer Sammlungen unter einem Bleideckel wie Atommüll. Das war dieser berühmte Tschernobyl-Vergleich, den Sie gemacht haben. Das Humboldt-Forum ist wie Tschernobyl. Das wird zumindest so zitiert, ich hoffe richtig zitiert. Was war da los, damit ein freundlicher Mensch wie Sie sozusagen da so stark und mit Furor auftritt? Vielleicht kurz zum Protest von Felouin Saar, dieser Konferenz in Paris. Es gibt verschiedene Sorten des Protestes. Es gibt eine Form von Protest, die ist wie Zorn. Also richtig ärgerlich. Richtig. Wenn man etwas nicht mehr aushält, das ist mehr als Protest. Ich würde das mit Zorn benennen. Und der Zorn war wann und wo in Berlin? Der Zorn war in Berlin. Und was in Paris war, war mehr so etwas wie keine Lust, an sowas teilzunehmen. Wir sprechen von Restitution, die reden plötzlich wieder von Zirkulation und sie vermeiden die Wörter, worum es geht. Also das Wort Restitution ist sehr, sehr wichtig in der ganzen Debatte, weil eher in dem Wort Restitution ist Geschichte eingekapselt. Restitution, Zeitlichkeit. Es gibt ein Vorher, es gibt einen Moment der Restitution und das gibt hoffentlich ein Nachher. Wenn Sie von Zirkulation sprechen, und das war der Fall in Paris, dann haben Sie keine Geschichte. Zirkulation ist nur geografisch. Und damit vermeiden Sie zu erzählen, wie die Historizität ist. Und das hat uns enttäuscht. Und das Fernbleiben war ein Protest, aber ein cooler Protest. Wir bleiben in Dakar, ich bleibe in Berlin und wir gehen nicht nach Paris. Außerdem haben Sie uns 3 Tage vorher benachrichtigt. Also es war knapp. Hätten wir machen können, aber so. Der Protest in Berlin war ganz anders. Sie sagen sehr richtig, ich freue mich auch darauf, dass ich ein sehr freundlicher Mensch bin. Und das stimmt ja auch. Und deshalb war dieser Austritt aus diesem Gremium nicht der Anfang des Zornes, sondern der Endpunkt. Ich hatte schon seit mehreren
Monaten und Jahren versucht, immer wieder in verschiedenen Rahmen zu sagen, ich glaube, es wäre wichtig, wenn das Humboldt-Forum mal eröffnet, diese Sachen zu thematisieren. Und das sagt man in Vorträgen, das sagt man in Gesprächen, das sagt man irgendwo auf dem Flur, mit Ministerinnen oder was, wie auch die Konstellationen sind. Das sagt man, oder man schreibt Aufsätze, oder man schreibt in der FAZ. Und das passiert nicht. Und dieses Gremium trifft sich auch nur ein einziges Mal in 18 Monaten. Ja, und dann wird das richtig ärgerlich, weil diese Taubheit, auch dieses Nicht-Wahrnehmen-Wollen von gesellschaftlichen Themen, ich war ja nicht die Einzige und nicht die Erste, die sich damit befasste, sondern in Berlin gab es seit langer Zeit auch Berlin Postkolonial, es gab zivilgesellschaftliche Gruppen, die schon darauf aufmerksam gemacht hatten, dass das Konzept vielleicht nicht so stimmt. Ja, und wenn sie mehrere Monate und Jahre freundlich sind und es klappt immer noch nicht, dann überlegen sie sich, was sie sonst als Werkzeug haben. Und für uns, für mich als Germanistin und sonst als Unimensch, ich habe ja nur die Sprache. Und meine Sprache ist, dann habe ich überlegt, ja, welches Wort bezeichnet das jetzt am besten? Und das war Tschernobyl und das hat tatsächlich geklappt. Und das tut einem leid, dass man zu solchen Wörtern und zu solchen Vergleichen kommen muss. Und diese Sturheit und Arroganz einer solchen Institution ein bisschen ins Schwanken zu bringen. Aber so ist das. Ihre Sprache hören wir jetzt, so wie sie gedruckt hier wiedergelegt ist. Wir steigen jetzt ein in das Thema nicht nur der aktuellen Kulturpolitik, wo Sie aktiv beteiligt sind, sondern eben auch die historische Perspektive. Das ist ein großes Verdienst, das Sie hier aufgearbeitet haben, was zwischen 1965 und 1985 ungefähr in diesen 20 Jahren, wie vehement da schon um Restitution gestritten wurde, erfolglos. Ihre Stimme in Bremen ist Franziska Menz, die uns jetzt etwas liest vom Anfang ihres Buches aus der Einleitung. Es ist für Historikerinnen und Historiker kein leichtes, die Geschichte verpasster Chancen, des Erstickens und Verdrängens historischer Optionen zu schreiben. Schriftliche Quellen fehlen oft. Unterminierende Lobbyarbeit vollzieht sich meist außerhalb schriftlicher Koordinatensysteme. Im vorliegenden Fall jedoch lugt unter der Schicht des Vergessens erstaunlich viel Material hervor. Daran lässt sich ablesen, welche Akteure und Strukturen, welche Argumente und Pathosformeln es waren, die in den 70ern und 80ern das Projekt einer geordneten und fairen Rückgabe von Kulturgütern an die Dritte Welt, wie sie damals genannt wurde, scheitern ließen. Diese alte Restitutionsdebatte und das kollektive Vergessen ihrer Existenz ähneln in vielen Punkten der Klimadebatte, die auch schon Ende der 1970er Jahre geführt wurde. Der New Yorker Journalist Nathaniel Rich hat 2019 das Misslingen der damaligen Schritte rekonstruiert. In Losing Earth zeigt er, wie Wissenschaftler in den 80er Jahren versuchten, ihre alarmierenden Forschungsergebnisse den Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft verständlich zu machen und sie zu Maßnahmen zu bewegen, wie sie jenseits parteipolitischer Grenzen mit Aktivistinnen und Aktivisten die Öffentlichkeit zu gewinnen suchten und wie ihre Bemühungen beinahe fruchteten. Aber nur beinahe. Rich stellt auch dar, wie es am Ende dazu kam, dass der Klimawandel rundweg geleugnet werden konnte, mit den bekannten Folgen bis heute. In seinem kürzlich erschienenen Buch Zeitenwende 1979 stellt der Historiker Frank Bösch fest, im Jahr 1979 begann unsere Gegenwart. Das gilt auch für die uns bis heute so neu vorkommende Frage der Restitution außereuropäischer Kulturgüter. Theoretisch und methodisch fühlt sich die vorliegende Rekonstruktion diesen Studien verpflichtet. Welche Rollen spielten damals die Museen? Welche die Presse, die Politik und internationale Organisationen?
Wer waren die Akteure, die in ihren Behörden und Dienstzimmern, am Telefon und in Gremien das Thema so erfolgreich von der Bildfläche verschwinden ließen? Welche Allianzen bildeten sich? Ab wann hörte man auf, offen über die koloniale Herkunft von Sammlungen zu sprechen? Kann man historische Mechanismen des Vergessens, des Verzichts und des Verschweigens überhaupt an Personen und Institutionen festmachen? Sicher ist, dass die Restitutionsdebatte der 70er und 80er Jahre so vollständig aus unserem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist, dass selbst der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 2017 in einem Interview behaupten konnte, die Provenienz völkerkundlicher Bestände ist ein relativ neues Thema. Dabei ist nichts an diesem Thema neu. Allein im Archiv der Stiftung Preußischer Kulturbesitz finden sich für den Zeitraum zwischen 1972 und 1982 Tausende von Seiten über nicht erfolgte Restitutionen, Korrespondenzen, Aktenvermerke, Strategie- und Positionspapiere, Presseausschnitte und Stellungnahmen. Ähnliches gilt für Museums- und Kulturverwaltungen in Paris, London, Stuttgart, Brüssel und so weiter. Die Archive sprechen eine deutliche Sprache. Die Idee unseres 21. Jahrhunderts, Kulturgüter, die während der Kolonialzeit en masse in die europäischen Museen gelangten, im Sinne einer postkolonialen und postrassistischen Solidarität zurückzugeben, ist alles andere als radikal oder bahnbrechend. Das alles gab es schon einmal. Die Wucht, mit der das Thema heute viele Gesellschaften erschüttert, gleicht daher der eines zurückkehrenden Boomerangs. Es ist die potenzierte Rückkehr von etwas Verdrängtem auf die historische Bühne, das sich nun nicht noch einmal ignorieren lässt. Restitutionen, Dekolonisierung, die Frage des Rassismus und der sozialen Gerechtigkeit gehen Hand in Hand. Ja, da erfahren wir gleich viel. Zunächst mal über die hervorragende Quellenlage, wo Sie mit unglaublichem Fleiß, so ist mein Eindruck, recherchiert haben. In vielen Ländern haben Sie da Archive konsultiert. Es ist der systemische Verweis auf Debatten, die schon mal mit großer Dringlichkeit und großer Berechtigung geführt wurden. Die Klimadebatte war mir auch ganz neuer Gedanke, oder wusste ich nicht mehr. Waldsterben, klar, war Thema 1980, aber ist die Klimadebatte in der Weise auch schon mal so dringlich geführt wurde und unterdrückt wurde, das ist ein spannender systemischer Vergleich. Und dann dieses Bild des wiederkehrenden Boomerangs, also die Diskussion, die mit viel Vehemenz zu uns zurückkommt. Wir erleben das in Tansania, in anderen Ländern. Da gab es jetzt gerade die Situation, dass das Parlament eigentlich einen Beschluss fassen wollte, dass Nachkommen von Ermordeten die Parlamentssitzung gesprengt haben, weil sie gesagt haben, nicht ohne uns, nicht ohne uns Nachkommen da verhandelt werden. Also das ist ganz viel Emotion, ganz viel Dynamik. Das ist dieser Boomerang. Was würden Sie sagen, woher bezieht er seine Energie? Ist das die ganze verflossene Zeit? Ist das die Frustration der letzten 30 Jahre? Wie würden Sie das beschreiben? Vielen Dank erstmal für die wunderbare Lesung. Das ist echt, ich bedanke mich auch, die Idee des Lesen zu lassen. Ja, die Kraft des Boomerangs, ich behaupte einfach, das haben Sie vorgelesen, dass Sie mit dem, dass Sie so etwas wie die Rückkehr des Verdrängten ist. Also ich packe Sie vielleicht psychoanalytisch an oder so. So etwas wie, es gab ein kollektives Vergessen oder wir haben es lieber vergessen wollen oder der Generationspakt, also die das noch wussten, haben es nicht weitergegeben an uns. Ich denke an zum Beispiel die Generation meiner Eltern und Großeltern, die in Frankreich natürlich alle noch genau wussten, was der Kolonialismus ist, weil er in Frankreich bis 1960 angedauert hat. Das heißt, heute noch, wenn Sie mit Menschen sprechen, die vor 1960 geboren wurden, ob das in Afrika ist, im ehemaligen, ich wollte sagen, besetzten Afrika oder in Frankreich sind viele Menschen als Franzosen in Afrika oder unter den Franzosen in Dakar, in Cotonou etc. geboren. Das ist noch sehr, sehr präsent. Und das,
das kollektive Vergessen all dieser Sachen, also die Tatsache, dass die Generation der Kinder der 70er Jahre das nicht von den Eltern so klar gehört hat, führt dazu, dass, ja, dass man eine Art ein Kribbeln fühlt, kollektiv. Man möchte es wissen irgendwann. Und, das, und die, die, die merken, es gibt eine Art Unberaten, ein Familiengeheimnis, irgendwas, was nicht erzählt wurde, das sind die Kinder der 70er Jahre, die das jetzt heute erforschen, so ungefähr. Also die Wucht des Boomerangs hat damit zu tun, ja, mit Frust, und man darf nie man kann nicht oft genug daran erinnern, dass das Projekt der Restitution kein europäisches Projekt ist. Sie haben vielleicht manchmal von Leuten, die diese ganze Diskussion diskreditieren wollen, gehört, ja, das sind coole, hippe Europäer, die nichts zu tun haben, diese postkoloniale Spontis, etc. Das ist nicht so. Das Bedürfnis, Restitution einzuleiten, kommt aus verschiedenen afrikanischen Ländern, wurde getragen, wir haben von Mole Soyinka gesprochen, man könnte andere Dichter, Filmemacher erwähnen, die UNESCO in der Zeit, wo sie geleitet war, von einem Afrikaner als Generaldirektor, Amadou Magdambo aus Senegal, war sehr aktiv, etc., etc. Und in Europa ist es nur blockiert worden. Es ist nicht dort, also auf der einen Seite sicherlich sehr, sehr viel Frust, und in dem Augenblick, wo es wieder ein bisschen aufgeht, dann knallt es. Und das ist gut, dass wir das abfangen, und ich hoffe und ich glaube, das ist jetzt der Fall, dass wir den Boomerang nicht noch einmal schicken werden, weg von uns, damit die Kinder von heute, die schon genug mit Covid etc. zu tun haben, das in 20 Jahren wieder zu sich bekommen. Also deshalb empfinde ich eine Art Verantwortung auch als Erwachsene von heute, das zu klären, damit nicht die Unschuldigen von den 20 Jahren den Salat nochmal haben. Also nicht diesen, sie werden genug zu tun haben. Ja, dann ist es jetzt Zeit, dass wir uns mal die Abwehrmechanismen angucken, die damals in den 70er und 80er Jahren so erfolgreich waren, um die Restitutionsforderungen aus Afrika, die ja zum Teil unterstützt worden sind, in Europa, wie abgeschmettert wurden. Dazu gibt es ein zweites Stück aus dem Buch, das ist ein Dokument von 1978, das ist entstanden im Vorfeld der UNESCO-Generalkonferenz, wo aus deutscher Sicht zu befürchten war, Sie haben es gerade erwähnt, dass die UNESCO eine sehr aktive Rolle spielt in Sachen Restitution, also wo aus deutscher Sicht zu befürchten war, dass robuste Forderungen gestellt werden würden, und man hat sich vorher abgestimmt, die Vertreter der wichtigsten deutschen ethnologischen Sammlungen waren dabei, die Kulturbürokratie und so weiter. Und das ist ein Papier, was Sie gefunden haben, was Sie ein sensationelles Geheimpapier nennen, als, sagen wir, die Matrix sozusagen für alle Diskussionen, alle Abwehrschlachten, und davon hören wir jetzt ein Stück. Das muss ich selber mal hier aufschlagen, weil wir davon nur einen Teil lesen. Zum Beispiel, es werden viele Punkte in diesem Papier der Museumsdirektoren angesprochen, und der erste ist zum Thema Verantwortung der Museen. Historische Kulturobjekte und Kunstwerke sind im Besitz der gesamten Menschheit. In diesem Sinne tragen die öffentlichen Sammlungen Verantwortung. Wenn die Objekte der Dritten Welt nicht gesammelt und gepflegt worden wären, existierten sie zumeist heute nicht mehr. Dann geht es weiter unter der Überschrift keine Rückgabepflicht. Die nächste Überschrift heißt sauberer Erwerb. Und dann kommt die außenpolitische Situation. Von Seiten der Bundesrepublik Deutschland wird das legitime Interesse von Ländern der Dritten Welt, Zeugnisse ihrer kulturellen Vergangenheit im eigenen Land zu haben, bejaht. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass in den betreffenden Ländern nachgewiesenermaßen wirklich nichts mehr an Kulturgut ist. Sehr oft haben sie nämlich sehr viel, wissen es aber nicht. Der Geist der Völkerverständigung. Den Ländern der Dritten Welt muss verdeutlicht werden, dass für den Fall, dass europäische und nordamerikanische Mitgliedstaaten der UNESCO vor das zu gründende zwischenstaatliche Komitee zitiert, zur Verantwortung gezogen und Forderungen durchgesetzt werden, der Geist der Völkerverständigung und der Freiheit der Selbstentscheidung der Nationen in Mitleidenschaft gezogen und die weitere Kooperation aufs Spiel gesetzt wird. Der nächste Absatz hat die Überschrift Objektverzeichnisse.
Vor der Erstellung solcher Listen wird sowohl von Seiten unserer Völkerkundemuseen als auch der Kulturverwaltungen gewarnt. So würden Begehrlichkeiten erst recht geweckt. Listen unserer Sammlungen müssen in den Texten auf alle Fälle vermieden werden. Dies ist ein ganz besonders wichtiges Postulat. Förderung des Museumswesens. Bedeutende Kunst ist Eigentum der ganzen Welt. Diese Kunstwerke sind Botschafter für die Kultur, aus der sie stammen. Es wäre im Widerspruch dazu, wenn Kunstwerke unter Zwang in ein Land gebracht würden, nur weil sie dort erzeugt wurden, in das keine Möglichkeit besteht, sie dort allen Menschen zugänglich zu machen und in einer Weise aufzubewahren, die ihre Lebensdauer sichert. Wir überspringen die, Zitat, konstruktive Maßnahmen zur Unterstützung von Museen in der Dritten Welt und kommen zur Informationsarbeit in der Dritten Welt. Es scheint dringend erforderlich, das Bewusstsein der Bevölkerung in Ländern der Dritten Welt dahingehend zu schärfen, was unter kulturellen Gütern zu verstehen ist und wie sie erhalten werden können. Hier liegt ein entscheidender Ansatz kultureller Entwicklungshilfe. Und so weiter. Das war eine Matrix, wie Sie sie genannt haben, die erfolgreich war. Die UNESCO-Generalversammlung hat keine harten Beschlüsse gefasst, die wurden zumindest auch nicht exekutiert. Warum Sie das entdeckt, dieses Dokument? Alles. Das, was wir heute besprechen, ist etwas sehr Westdeutschland-zentriert, eher dezentriert, aber wir dürfen nicht denken. Wir kommen noch nach England gleich. Genau. Wir dürfen nicht denken, das war noch hier der Fall. Es war in Frankreich nicht ganz anders, in Belgien auch nicht. Dieser großen kolonialen Vergangenheit und in Großbritannien auch nicht. Aber durch die föderale Struktur in der Bundesrepublik Deutschland ist es so, dass sehr viele Briefe geschrieben werden. Also es wird mehr kommuniziert. In Paris trifft man sich im Café und spricht so. In Deutschland gibt es durch diese föderale Struktur erstens mehrere große Sammlungen. Hamburg, Stuttgart, Bremen, München sind die größten, neben Berlin. Und diese Museumsdirektoren verständigen sich per Post, oder wenn sie telefonieren, gibt es Gesprächsprotokolle. Und die gibt es dann in Kopie, weil der Kopierer schon erfunden war. Also finden Sie diese Dokumente nicht nur einmal, sondern 10-mal mit den jeweiligen Kommentaren der jeweiligen Institutionen. Das heißt, die erste Version habe ich im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin gefunden, aber das war noch die erste Version. Und je mehr ich suchte, desto mehr Veränderungen. Und also die erste Version war 4 Seiten lang und die letzte ist 14 Seiten lang. Und man weiß auch immer, wer was gesagt hat. Also, dass zum Beispiel keine Objektlisten veröffentlicht werden sollen, was ja die genuine Arbeit eines Museums ist. Zu publizieren, das gehört zu den Aufträgen der Museen, bekannt machen, publizieren. Das war die Stiftung Preußischer Kulturbesitz damals. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, solche Dokumente zu finden und zu publizieren, wenn man dann plötzlich versteht, warum das Humboldt-Forum kein Katalog hat. Und man staunt, also man sitzt in dieser Hauptstadt in Berlin, man hat ein Gebäude, das ungefähr 800 Millionen oder 680 gekostet hat und sehr viele weitere Millionen für den das funktionieren hat, aber es hat keinen Katalog. Also nicht mal ein fotokopierter Katalog, das hat einfach keinen Katalog. Und ja, das wurde 1978 aber jetzt beschlossen, offenbar. Genau, und aber nochmal, also wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht hat, dann fragt man sich, aber warum eigentlich? Und dann ist die Antwort der Verantwortlichen in der Regel, naja, wir hatten es schwer in Berlin mit der Mauer und dann nach dem Mauerfall müssten wir uns wieder vereinigen und die Ostberliner Museen, das war so viel Arbeit. Ne? Aber nein, das war ein Plan. Und man darf nicht vergessen, dass in den 70er Jahren, als so ein Plan gefasst wird, wir veröffentlichen nichts, das ist die Zeit der Erfindung der Computer. Das heißt, andere Länder, in der Schweiz zum Beispiel, fangen an zu sagen, ah, wir machen computergestützte Inventare jetzt, das wird gut sein. So. Und wenn die Verantwortlichen, Gegner hier von solchen Listen auftreten auf Tagungen, da gibt es die Jüngeren der 70er Jahre, die 80-Jährige von heute sind,
die sagen, yeah, und jetzt gibt es Computer und wir können inventarisieren und so. Und dann gibt es die Alten von damals, die 60- und 70-Jährigen, die ganz oft eine schöne Nazi-Vergangenheit haben, die sagen, aber Informatik darf kein Selbstzweck werden. Und die machen die Computerfenster fertig, aber die machen sie nicht fertig wegen der Technik. Sie machen sie fertig, weil sie gerade eine Woche vorher beschlossen haben, wir machen keine Listen. Und sie merken richtig, oh, okay, wenn wir jetzt Listen per Computer haben, dann geht das raus. Und sie blockieren diese Entwicklung. Und das ist ganz, ganz klar verlinkt, connected zu der Abwesenheit von Datenbanken jetzt. Und das ist wirklich, ich war sehr froh, dieses Papier zu finden. Da steht auch, man soll das Wort Restitution auf jeden Fall vermeiden und dafür andere Wörter erfinden, wie zum Beispiel Transfer. Das ist genau das, was in Frankreich passiert, mit Zirkulation statt Restitution, etc. etc. Und deswegen die Matrix und all die Argumente, die man da liest, hat man vor einem Jahr, anderthalb Jahren noch in diesen Kreisen gehört. Jetzt nicht mehr. Jetzt traut sich keiner mehr, sowas zu sagen. Ja, aber ein Argument, was heute auch noch zieht, was man auch noch in Medien lesen kann, ist, dass man dagegen die Nationalisierung des Kulturerbes etwas tun müsse. Also ein afrikanischer Restitutionswunsch wird als nationalistischer Wunsch denunziert. Es gibt dann Zitate wie, dass dagegen auch die edleren Gefühle der Universalität von Kunst doch stehen würden. Und das ist ja eine ganz perfide Situation, die wir auch haben, wenn jüdischer Kunstbesitz abgegeben wird, nach langem Kampf, dessen Argument dagegen auch oft werden wird, es bei der Öffentlichkeit entzogen, weil es dann in Privatbesitz kommt, nicht mehr in den Sammlungen zu sehen ist. Das ist eine Parallele, die ich auffällig finde, dass sozusagen moralisch argumentiert wird, es sei doch das Erbe der gesamten Menschheit. Was antworten Sie solchen Leuten? Es ist das Erbe der Menschheit, ganz bestimmt, man kann das nicht verleugnen. Aber es kann nicht nur das Erbe der Menschheit in Bremen, Stuttgart und Paris und Berlin und London sein. Zumal in diesen Städten die Zugangsmöglichkeiten zu diesen Sammlungen nicht universal sind. Also wenn man universal ein Visum bekommen würde, umsonst, und ein Flugticket, um dreimal im Leben in diese Städte zu kommen, um die Sachen zu sehen, dann wäre die Diskussion vielleicht etwas anders gelagert. Aber in dem Moment, wo es keinen Zugang gibt, dann kann man nicht von Universalismus sprechen. Das ist die Idee, die europäische Idee eines bestimmten Universalismus verwirklicht in diesen Städten. Und die Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir auf dem afrikanischen Kontinent gesprochen haben, sagen, aber wir wollen auch einen Teil des Universalismus hier vertreten. Also es ist nicht so, dass wir außerhalb dieses Universalismus sind. Und es gibt vielleicht Universalismen, man sieht, diese Allgemeinheit vielleicht anders, wenn man in dieser südlichen Hemisphäre ist. Also es gibt unterschiedliche Arten, für die Menschheit stehen zu wollen. Und die afrikanischen Kolleginnen und Kollegen sagen, wir dürfen auch Anteil haben, zumal wir einen Teil dieses menschlichen Menschheitserbes mitgestaltet haben. Und das ist wichtig, ja. Und das wäre meine Antwort darauf. Es gibt Schätzungen, dass 90% der afrikanischen Kulturgüter im Ausland sind. Und wir sehen es mal eins, wenn das hier klappt. Genau. Jetzt kann man sich fragen, wieso zeigen wir denn diese Maske jetzt in Form des Buchcovers? Das Buch liegt doch dort hinten aus. Die Kollegen von Storm, von Becherer, hat das da im Angebot. Warum zeigen wir das Buchcover und nicht die Maske einfach als Kunstwerk? Und die Antwort darauf ist eigentlich schon der Skandal. Die Antwort ist, dass wir, um die Maske zu zeigen, hier nachfragen müssen im British Museum, die dortigen Trustees, also die dortigen Kuratoren, weil eben diese Maske immer noch, obwohl seit 50 Jahren sie gekämpft wird, im Besitz des British Museum ist. Deswegen sind auch die Abbildungsrechte dort. Ja, Frau Sabua, vielleicht können Sie uns diese Maske mal ein bisschen spezieller was sagen? Was ist das für ein Stück? Warum ist das so ein ikonenhaftes Stück, dass es auch auf Ihrem Buchcover abgebildet ist? Was ist da die Geschichte? Diese Maske ist ungefähr so groß. Also es ist keine Maske in dem Sinne, sondern das ist mehr ein Medaillon, der König in Benin-City getragen hat zu bestimmten Anlässen. Also ein Gürtelmedaillon so. Und das ist aus Elfenbein und Wohl, also datiert auf den 16. Jahrhundert, ein sehr altes, kostbares Elfenbeinstück, nicht sehr, sehr groß. Und das ist deswegen eine Ikone,
aus verschiedenen Gründen. Erstens wegen des künstlerischen Werts, das ist das, was die Europäer damals gemacht haben und die Briten, aber es ist auch ein Power-Objekt, ein Objekt eines Königs, eine also man spricht von Regalia, wenn es Objekte eines Königs sind, und dieser König wurde Opfer der britischen aggressiven Militärpolitik am Ende des 19. Jahrhunderts, der Oba von Benin. Die Stadt Benin City wurde geplündert 1897 und die Schätze, die dort versammelt waren, wurden en masse, in großen Massen. Man staunt auch über die Techniken des Transports, die das ermöglicht haben, weil diese britischen Soldaten das ja mitgenommen haben. Und die haben das nicht, also es gab in der Zeit 1897 kein Automobil, keine Eisenbahn, alles funktioniert durch Träger, die oft Afrikaner selbst sind. Also all das ist auch wichtig. Aber in dem Fall ist diese Maske erst dann 1910 ins British Museum gekommen, als ein Teil der sogenannten, und wir sehen natürlich, dass es keine Benin-Bronzen ist, aber der Kunst aus dieser Stadt Benin City. Also sehr wichtig für die Geschichte dieses Königreichs, aber auch, weil 1977 im Rahmen oder im Zuge der panafrikanischen Bewegung, also als nach den Unabhängigkeiten von etwa 20 afrikanischen Staaten 1960 sich eine kulturelle Bewegung formierte, gab es mehrere panafrikanische Festivals, das erste in Dakar und ein zweites, sehr wichtiges, war in Lagos 1977, das Festtag, so hieß es, und zu diesem Anlass hat die Altertümerverwaltung in Lagos versucht, dieses Objekt auszuleihen für eine Ausstellung über nigerianische Kunst von London. Und London hat sich geweigert, das auszuleihen, so lange, bis die Verantwortlichen dieses riesigen Festivals gesagt haben, ja, macht nichts, wir machen die zum Logo. Und das Festakt wurde ein Weltereignis, da waren alle Fela Kuti, die ganzen wichtigen Musiker, wichtigen Philosophen, die Institutionen, es waren wirklich Tausende von afrikanischen Künstlerinnen und Künstlern aus Afrika und den Diasporas dort. Und das Objekt war reproduziert überall, auf Büchern, in riesigen Nachbildungen, aber also 3-4 Meter groß, auf Fahnen, auf Briefmarken, auf Werbeobjekte, auf Taschen etc. Und das wurde richtig es wurde die Abwesenheit des Objektes propagiert. Also es wurde wirklich zur Ikone des Widerstands Großbritanniens, der Qualität der Kunstproduktion aus Nigeria, und des Frustes und das ist es bis heute noch. Also wenn Sie sich aktivistische Bewegungen anschauen, ist es oft auf T-Shirts oder auf andere, auf als Schlüsselanhänger zu bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, was kommt jetzt? Na, die Schallplatte. Ja, hier sehen wir Konferenz in London 1981, Lost Heritage, also verlorenes Erbe. Da ist dann die Maske kombiniert mit zwei Säulen. Das sind sicher so ein klassischer Museumseingang, aber spannend ist, unten sehen wir ein anderes Kunstwerk, ein Fries, das ist der Parthenon-Fries von der Akropolis in Griechenland. Und das ist eine spannende Entwicklung, dass dann die Machtverhältnisse Europawert, Restitutionswünsche aus Afrika ab, dass die sich ein bisschen neu sortiert haben. In dem Moment, als Frau Mercury als Kulturministerin in Griechenland gefordert hat, dass England auch nach Griechenland Dinge restituiert, nämlich die auf der Akropolis eingesammelt worden waren, um das mal so zu nennen. Wir machen jetzt mal einen Sprung nach Großbritannien. Franziska Menz liest uns etwas vor, ein Protokoll aus einer Sitzung von britischen Parlamentarierinnen, die wir jetzt kurz kennenlernen, und auch welcher Kontext das ist, das ist auch Teil der Lesung. Restitutionen als faire Geste untergleichen und eine neue Ethik der Beziehungen für die Zukunft. Das waren Vorstellungen, die in Großbritannien des Jahres 1974 trotz fortlebender kolonialer Diskurse in der Bevölkerung anscheinend verbreitet waren.
Jedenfalls berichtete die Times im September 1974 noch von einer stellvertretenden Schulleiterin, wieder einer Frau, aus der mittelenglischen Kleinstadt Stafford, die ihre gerade von einer Reise aus Ghana zurückgekehrten Schüler ermutigte, öffentlichen Druck auf Mitglieder des britischen Parlaments auszuüben, damit sich diese für die Restitution der Asante-Regalia einsetzten. Es fällt auf, dass Frauenstimmen in der europäischen Restitutionsdebatte der 70er und 80er Jahre zwar selten waren, sie aber fast durchgehend im Sinne einer konstruktiven Diskussion zugunsten der afrikanischen Forderungen argumentierten. Tatsächlich stand die Angelegenheit Ende 1974 in Großbritannien auf der parlamentarischen Agenda. Das geht unter anderem aus den Sitzungsprotokollen des House of Lords hervor. Dort fand am 10. Dezember eine Aussprache über das ghanaische Rückgabegesuch statt, bei der sich ein 1929 geborener Abgeordneter der konservativen Partei, Edward Douglas Scott Montagu, an den parlamentarischen Unterstaatssekretär im Außen- und Commonwealth-Ministerium wandte, den 1912 geborenen Labour-Politiker Goronwy Roberts. Zu Wort meldeten sich zudem jeweils mit einer launigen Bemerkung die damals schon betagte schottische Labour-Abgeordnete Baroness Lee of Ashridge, von 1963 bis 1970 Ministerin für die Künste in der Regierung von Harold Wilson, sowie Lord Ginsborough, ein 1927 geborener Abgeordneter der Konservativen. Die Times druckte eine gekürzte Fassung des Gesprächs in ihrer Ausgabe vom 11. Dezember 1974 ab. Montagu: Verehrte Lords, erlauben Sie mir, die Frage zu stellen, die unter meinem Namen auf der Tagesordnung steht. Diese Frage lautet: Ob die Regierung Ihrer Majestät im Interesse einer Stärkung der Beziehungen im Commonwealth sich dafür einsetzen würde, dass eine baldige Rückkehr der Asante-Regalia nach Ghana erleichtert wird? Goronwy Roberts: Meine Herren, die Regalia stehen der Regierung Ihrer Majestät nicht zur Disposition. Der Großteil gehört zu den Sammlungen des British Museum und der Wallace Collection. Keine der beiden Institutionen ist berechtigt, über ihre Exponate zu verfügen. Montagu: Meine Herren, ist der Regierung eigentlich klar, dass mir wiederum klar ist, dass sich diese Reliquien im British Museum in der Wallace Collection befinden und dass ich genau deswegen gefragt habe, ob die Regierung sich dafür einsetzen würde, ihre Freigabe zu erleichtern. Angesichts der Tatsache, dass diese Reliquien von der britischen Armee erbeutet wurden, dass sie ursprünglich also Kriegsbeute waren, frage ich die Regierung Ihrer Majestät, ob ihr bewusst ist, welche tiefen Gefühle die Asante mit der Rückkehr dieser hochheiligen Gegenstände verbinden, die ja die Seele des Asante-Volkes in sich enthalten sollen. Stimmt es denn, dass es möglicherweise eines besonderen Gesetzes des Parlaments bedarf, um diese Gegenstände aus dem British Museum freizugeben? Und wenn ja, beabsichtigt die Regierung Ihrer Majestät, die Verabschiedung eines solchen Gesetzes zu fördern? Goronwy Roberts: Meine Herren, ich kann bestimmt nicht sagen, dass wir uns um die Verabschiedung eines solchen Gesetzes bemühen werden. Und ich kann auch nicht dazu raten, weil die Handhabung eines solchen Falles mit sehr weitreichenden Komplikationen verbunden sein könnte. Denn dann würde sofort eine Vielzahl anderer Fälle zur Prüfung vorgelegt werden. Was die Frage betrifft, ob die ghanaische Regierung an uns herangetreten ist, es ist der Traditional Council of Chiefs von Kumnasi, der die Regierung Ihrer Majestät in dieser Angelegenheit ersucht hat. Wir haben in meiner Antwort zu den Fragen Stellung bezogen und unsere Antwort ist von dort aus bisher nicht kommentiert worden. Lee of Ashridge: Meine Herren, darf ich meinen Freund bitten, bei der Rückgabe der Beute, die wir in diesem Land gesammelt haben, sehr vorsichtig vorzugehen, denn der Vorgang könnte sich rasch zu einem Striptease entwickeln.
Romy Roberts. Meine Herren, vielleicht ist der Begriff Beute nicht ganz passend, besonders in diesem Fall. Hier handelt es sich vielmehr um den Teil einer Entschädigungszahlung, die vom ehemaligen König der Asante zugesagt wurde und deren Erlös an die Angehörigen britischer Soldaten ging, welche damals in diesem Weltteil unter schrecklichen Bedingungen ihr Leben verloren. Ich habe großes Verständnis für die Beweggründe, die hinter der Anfrage stehen, nämlich, dass wir alles tun sollten, um die Beziehungen im Commonwealth zu stärken. Aber ich glaube nicht, dass dies wirklich der beste Weg ist. Ginsborough, meine Herren, wäre es nicht eine Lösung, die Beute zu behalten und die darin enthaltenen Seelen zurückzugeben? Ja, man sieht, das war entweder ein Applaus für dich oder für den britischen Humor, der da durchschlägt. Also ein kleiner Einblick in die britische Variante der Institutionsabwehrdebatten. Der Vorschlag, der dann gemacht wurde, ist, britische Seite könne ja Kopien anfertigen und die Kopien zurückgeben. Was natürlich mit dem Thema der Seele, die in einem Objekt enthalten ist, was eben ein Subjekt ist, kein Objekt, natürlich gar nicht zusammenpasst. Und darauf will ich jetzt nochmal zu sprechen kommen, Frau Sarkoa, die Vorstellung, dass Objekte eine rituelle Kraft haben, eine spirituelle Kraft, die kennen Sie auch wiederum aus Ihrer Promotion, also um den französischen Kunstraum in Deutschland ging. Da zitieren Sie nicht nur Goethe, sondern auch Schiller als Germanistin, das haben Sie eben gesagt. Und Schiller schreibt da auch über die Trauer der entführten Statuen und so weiter, also hat auch eine spirituelle Komponente tatsächlich. Aber das ist ja auch ein Problem wiederum für deutsche MuseumsmitarbeiterInnen, dass sie damit auch zurechtkommen müssen, dass auf einmal eine spirituelle Dimension beschrieben wird und hineinkommt. Wie kann das gehen? Wie kann das für deutsche Museumsleute verständlich gemacht werden? Also die Museumsleute wissen das zum Teil, denn zum Teil haben sie sich auseinandergesetzt mit dem Sammeln. Das ist ja nicht so, dass sie nichts gemacht hätten die ganze Zeit. Und für Museumsleute ist das nicht neu, dass zum Beispiel Regalia, also königliche Insignien oder Güter, eine andere Bedeutung haben als nur die eines einer Inventarnummer in einer Vitrine. Ich glaube, das ist... Das kann man auch nachlesen. Aber was interessant dabei ist, und die Frage ist ja sehr berechtigt, ist, wie unterschiedliche Auffassungen von Kultur und Kulturgütern sich präsentieren. Also wenn Museen zum Beispiel alles nach Typologien ordnen, also die Musikinstrumenten kommen in ein Inventar oder in einem Schrank und Masken in einem anderen und Textilien in einem dritten, sie separieren Ensembles, die eigentlich zusammengehören, weil bei bestimmten Handlungen sowohl Musik als auch Tanz als auch Kleidung eine Rolle spielen. Und diese, das ist das, was man im Jargon hat, die epistemologische Herangehensweise der Museen, also ihre Ordnungsprinzipien, wie diese funktionieren, führt dazu, dass die Objekte nur noch als Kunst oder als ein Beispiel für das, was in diesen Ländern passiert, benutzt werden. Und dass sie eine andere Bedeutung haben, die zum Teil verloren gegangen ist in den 100 Jahren, weil das sehen wir alle. Und ich glaube, ich bin etwas kompliziert gerade, aber ich wollte sagen, wenn wir mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen sprechen oder wenn wir das gemacht haben mit Fellow Itzhak, und das ist interessant zu sehen, wie einige unter ihnen sagen, ja, wir werden diese Objekte, je nachdem, welche Art von Objekten es sind ja sehr, sehr viele unterschiedliche Arten, irgendwie resozialisieren müssen. Also wir wissen noch nicht, wie wir sie wieder uns aneignen. Manche mögen in Museen gehen, weil sie keine Eltern, keine Familien, keine Communities mehr haben und sie haben aber einen historischen Wert, die kann man durchaus in Museen bringen, aber andere würden noch funktionieren, wenn man sie wieder aufladen würde mit irgendwelchen Ritualen etc. Also ich bin nicht die Richtige, die darüber sprechen kann. Aber es ist sehr interessant zu sehen, wie lebendig die Diskussion ist und auch wie
überraschend für uns aus unserer Perspektive auch Lösungsansätze oder Ideen sein können. Ich nenne nur ein kleines Beispiel, damit es anschaulich wird. Diese Objekte, die jetzt in die Republik Berlin zurückgehen, diese großen Statuen, die wurden in der Vergangenheit im königlichen Palast gehalten und waren nicht für alle sichtbar. Sie waren nur einmal im Jahr sichtbar, sie wurden durch die Gegend getragen und so. Und dann sagte Marie-Cécile Sansou, die in Cotonou ein großes Museum oder mehrere Museen für zeitgenössische Kunst hat, ach, lass uns eine Parade machen. Einmal pro Jahr, wir müssen sie nicht die ganze Zeit zeigen, aber im Museum, wir könnten sie gut aufheben und pflegen und einmal, zweimal im Jahr machen wir eine große Parade und wir fahren damit durch die Stadt und alle werden sich freuen und so sehen und damit interagieren. So. Und okay, das ist eine Idee in einer Diskussion, das ist jetzt nicht der Plan der Regierung von Berlin, aber solche Ideen gibt es in dem Augenblick, wo man sagt, Restitutionen sind möglich. Und das bringt uns, und ich möchte das kurz machen, aber es scheint mir sehr wichtig, zurück zu der napoleonischen Zeit. Wir haben manchmal in der Diskussion gehört, ja, die da unten mit vielen Gänsefüßchen, die haben keine Museen, die haben keine Praxis davon etc. Und wir wissen nicht, was damit passieren wird. Mag sein. Aber wenn man sich zurückversetzt in die napoleonische Zeit, war das im Grunde genauso. Berlin, die Objekte, die Napoleon mitgenommen hat, kamen aus der Sammlung des preußischen Königs, also waren in den Schlössern in Charlottenburg, Sanssouci und im Berliner Stadtschloss untergebracht und gehören dem König und waren unsichtbar für die Leute damals. So, dann wird es nach Paris transportiert, kommt in den Louvre, Mittelpunkt der damaligen europäischen Welt, alle gehen dahin, viele sehen das, dann werden die Objekte zurückgebracht und die Leute in Berlin sagen, wir schreiben das Jahr 1815, oh, das können wir nicht zurückpacken in Potsdam und Charlottenburg, das ist jetzt so sichtbar geworden, was wir haben, das wollen wir auch sehen. Und dann entstehen 15 Jahre lang Diskussionen, 15. Wie gehen wir damit um? Sollen wir ein Museum bauen dafür? Oder sollen wir das in die Kunstakademie bringen? Und welche Kunst wollen wir überhaupt ausstellen von der ganzen Masse? Wollen wir die deutsche Kunst zeigen, Cranach, Dürer, Holbein? Oder wollen wir Raphael Correggio zeigen? Und diese Diskussionen, die entstehen nur in dem Augenblick, wo die Kunst zurückkommt. Man könnte sagen, ja, warum habt ihr euch nicht vorbereitet? Ja, man bereitet sich nicht auf Kunstsammlungen vor, wenn die Kunstsammlungen weg sind. Und wir wissen heute, dass nach 7 Jahren die Sachen zurückkamen aus Paris. Aber damals, Schadow, Goethe, Schiller etc., Schiller war tot. Aber die haben nicht gedacht, dass Napoleon sofort oder in 3 Jahren aufhört. Also genau, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Restitution unterstützen, weil erst in dem Moment, wo es konkret wird, diese Diskussion dort in Gang gesetzt werden. Und das sind Prozesse. Und in Berlin hat es 15 Jahre gedauert, bis dann das Museum, das von Schinkel gebaute, was heute Altes Museum heißt, direkt gegenüber vom Humboldt Forum, das mit der Kolonnade, seit 15 Jahren gedauert. Und wie viele Kunsthistoriker Grabenkämpfe und oh nee, das ist alles falsch, etc. Also Humboldt Wilhelm mischt sehr viel mit. So, sind große Diskussionen und so muss es sein. Wir sind dann noch dabei, ein bisschen die Abwehrargumente zu sortieren. Wir haben schon einige gehört und die alte Baroness Lee of Etheridge, die wir gehört haben, hat ein weiteres genannt, das war das Striptease. Da könnte sich rasch ein Striptease entwickeln. Also das ist die Argumentation, gibt man die kleinen Finger, wollen sie die ganze Hand, sozusagen der Präzedenzfall, der befürchtet wird. Wie ist das aus Ihrer Sicht, diese Präzedenzproblematik, die vermeintliche oder auch tatsächliche? Im französischen Kontext ist das die Pandora-Büchse. Wenn man die Pandora-Büchse aufmacht, dann wird das leer, also so wird das gesagt. Unser Eindruck, es gibt 5 solche Argumente. Die kommen immer wieder in jeder Diskussion, Pandora, die zähle ich jetzt nicht auf. Aber es sind immer dieselben. Unser Eindruck nach einigen... Ich fange ruhig mal 5 Stichworte. Unser Eindruck war am Ende, diese 8 Monate, in denen wir dran gesessen haben und diese Diskussion geführt haben, dass diese 5 und unter anderem die Pandora-Büchse da sind, um sofort die Diskussion zu verunmöglichen. Also man geht in die Diskussion, dann sagt jemand, ja, aber wenn wir anfangen, und dann kriegen alle Angst. Das ist sehr emotional. Ja, ja klar, wir wollen nicht, dass alles verschwindet. Und dann diskutiert man einfach nicht mehr. Also das ist ein solches
Argument, ein anderes Argument ist, die Leute haben keine Museen oder sind unfähig, das eigene Kulturerbe zu pflegen. Was habe ich noch? Ich habe sie vergessen mittlerweile. Gutes Zeichen. Neue Themen. Ja. Universalismus von Kultur, den haben wir ja schon behandelt. Natürlich auch die Behauptung, nur in europäischen Museen könnten sie entsprechend präsentiert und gewürdigt werden. Und da wäre Ihre Antwort, wenn ich die kurz sagen darf, ist doch eher hauptsächlich in den Magazinen, die dazu noch bekanntlich oft schlechte Bedingungen haben. Lindenmuseum. Ja, oder momentan laufen zunehmend auch Forschungsarbeiten über die Tatsache, dass solche Objekte, die nicht unbedingt dafür gemacht worden waren, um 100 oder 200 Jahre alt zu werden, um konserviert zu werden, damit sie unsterblich werden in unseren europäischen Museen, sind sie ja sehr, sehr stark behandelt worden mit toxischen Chemikalien, gerade in den 10ern, 20ern, 30er Jahren, das ist die Hochzeit der Chemikalien, wie wir wissen. Und momentan entfalten sich immer mehr Forschungen, die sagen, ja, was geben wir zurück, wenn wir Objekte zurückgeben, die nicht mehr in die Erde begraben werden können, weil die Erde verseucht wird oder weil die Luft verseucht wird. Und Sie wissen, in unseren Museen oder wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der TU, also aus Kamerun, die mit uns zusammen an der TU zum Beispiel arbeiten, wenn sie nach Leipzig ins Museum gehen oder so, müssen die immer ganze Kittel etc. tragen, nicht um die Objekte zu schützen, sondern die Menschen von diesen toxischen Sachen. Lotte Arndt zum Beispiel ist eine Wissenschaftlerin, die darüber forscht, über die Toxizität, nicht nur im metaphorischen Sinne, sondern im realen Sinne dieser Sammlungen. Und ja, sie waren im Depot, aber damit sie im Depot überlebten, sind sie ordentlich behandelt worden und so, dass man nicht mehr so reingehen kann. Und das sind ganz viele Fragen, die damit zusammenhängen. Was, ja. Wir machen nochmal einen Bildwechsel. Machen einen Sprung zwischen den Systemen. Das ist nicht etwa Herr Honecker, den man da oben sieht, aber sein Stellvertreter, Ernst Recklenburg von der Bauernpartei, damals stellvertretender Staatsratsvorsitzender der DDR. Denn wir haben jetzt viel über den Westen gesprochen, über die hartbeinige Haltung in Großbritannien, in Deutschland, von Frankreich sprachen wir. Spannend ist hier die Frage in der DDR. Wie wurde eigentlich dort damit umgegangen? Es gab wichtige völkerkundliche Sammlungen. Museumsinsel ist klar, Leipzig, das heutige Museum Kassi ist klar, Dresden ist klar. Das ist ja eine spannende Frage, dass man natürlich dort nicht in einer Reihe mit den Imperialisten stehen wollte, die die Forderungen aus der sogenannten Dritten Welt abwehren, aber wirklich zurückgeben wollte man auch nicht. Ja, also sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR stehen sich gegenseitig, sie beobachten sich gegenseitig und sie funktionalisieren jeweils ihre Kulturlandschaft. Also Ost-Berlin hat die Museumsinsel, West-Berlin schafft sich Dahlem, das ethnologische Zentrum. Und das alles übrigens als Fußnote zu diesem Vorwurf, die Afrikaner würden nationalistisch ihre Sammlung zurückhaben wollen. Aber was die 70er Jahre mit den Sammlungen machen in Berlin, das ist absolute nationale Behauptung. Und Systembehauptung im Kalten Krieg spielt eine große Rolle. Und die DDR, und man darf nicht im Hintergrund, muss man immer im Kopf haben, dass zum Beispiel die DDR noch Nofretete zurückhaben will von West-Berlin. Also es gibt deutsch-deutsche Rückforderungen von Objekten, die im Krieg ausgelagert wurden, in den amerikanischen Sektor, die eigentlich zur Museumsinsel gehören etc. Es ist kompliziert und dann kommt das Koloniale hinzu und die DDR ist ja sehr bemüht, sehr aktiv in der Aufarbeitung des Kolonialismus. Damals, wir haben in diesem Jahr 84 100 Jahre Kongo-Konferenz oder sogenannte Berlin-Konferenz und es wird begangen sehr stark von Bremen aus, unter anderem, also hier, aber auch in der DDR mit großen Tagungen etc. Und die DDR poolt oder versucht die, wie heißt das, die nicht alliierte Staaten, die nicht, also die nicht einen Block, die Blockfreien, die Blockfreien irgendwie ans Boot zu holen und so. Und Nigeria gehört dazu. Vielleicht ein Wort zu dieser Fotografie. Die ist entstanden am Tag der Eröffnung einer großen Nigeria-Ausstellung, die von Lagos aus, also von Nigeria aus, kuratiert worden war. Und diese Ausstellung war im Pergamon-Museum in Ost-Berlin 1985. Also, wenn Sie hören, wir werden in Zukunft Ausstellungen in Augenhöhe machen,
mit Partnern aus Tansania, oder, ne? Die gab es schon, und zwar genau in dem Ort, also 300 Meter von Humboldt von oben sind sie hier. Und das ist nicht der Hauptkurator, sondern derjenige, der in Berlin die Ausstellung aufgebaut hatte. Der Hauptkurator hieß Egbo Eyo, und genau er ist das. Und er hatte diese Ausstellung nicht nur in Ostberlin platziert, sondern es war eine Ausstellungstournee von Lagos aus, die im Hintergrund, im Hinterkopf hatte, dass man zeigt, was man hat, und sagt, aber uns fehlt viel und das hätten wir gerne. Und im Rahmen dieser, genau, das war die Ausstellung, sie ist gezeigt worden in den USA, aber auch in der UdSSR, in Paris, in Zürich, in Jugoslawien und in Ostberlin, aber auch in westlichen Ländern. Sehr spannend, im Vorwort wird beschrieben, dass man eigentlich gerne einiges zurück hätte. Und die DDR hat im Zuge dieser Ausstellung 85 sehr viele Verhandlungen geführt und ist zwischen zwei Stühlen. Einerseits möchte man den Ländern aus Afrika irgendwie symbolische Freuden machen oder helfen. Andererseits will man aber seinen Museumsbestand in Leipzig etc. nicht verlieren. Und das führt zu sehr, sehr schönen, sagt man auf Deutsch, Kontorsionen, also Verdrehungen. Und die Texte dazu sind unter anderem von Holger Stocker gefunden und bearbeitet worden, aber es gibt noch viel, viel mehr im Ministerium für Kultur. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie im Grunde Museumsleute überall dieselben sind, egal in welchem System sie sind. Ja, die Ausstellung auf Augenhöhe, die fanden in der DDR statt, das habt ihr gerade herausgestellt. Ja. Wir machen einen kleinen Sprung im Buch, haben ein letztes Lesestück, bevor dann auch in die allgemeine Diskussion übergehen. Aus dem Epilog hören wir was. Im Epilog Ihres Buches füllen Sie drei Punkte auf, die Sie sozusagen bilanzieren. Das eine ist, dass Sie diese generationelle Schuld beschreiben, die hinterlassen wird, darüber sprachen Sie vorhin, von den Generationen der Museumsleiter, die das nicht angepackt haben, die das versteckt haben. Und heute kommt es als Boomerang zurück. Der zweite Punkt, den Sie machen, ist, es geht um Restitutionen. Das ist der Satz, es geht um Restitutionen, Punkt. Und eben nicht um Zirkulation, darüber haben wir auch gesprochen. Und das dritte, der dritte Punkt in Ihrem Epilog, was Sie da herausstellen, das hören wir jetzt. Auch Museen lügen. Die Rekonstruktion der ersten Restitutionsdebatte wäre ohne Auch Museen lügen. Die Rekonstruktion der ersten Restitutionsdebatte wäre ohne die Existenz allgemein zugänglicher zentraler Archive mit präzisen Fundbüchern und benutzerfreundlichen Suchsystemen nicht möglich gewesen. So ist deutlich geworden, dass viele Akteure in den Museumsverwaltungen der 70er und 80er Jahre mit doppelter Zunge sprachen. Wie sie bis Mitte der 70er Jahre in Publikationen ganz offen oder später in internen Korrespondenzen dokumentierten, wussten sie sehr wohl, dass die weit überwiegende Mehrheit der afrikanischen Objekte in ihren Sammlungen einen kolonialzeitlichen Ursprung hatte. Es war, um einen oft bemühten Brief des Jahres 1997 an den Direktor des Völkerkundemuseums in Berlin zu zitieren, selbst im Unrechtskontext der Kolonialherrschaft sehr schwer, einen Gegenstand zu erhalten, ohne zumindest etwas Gewalt anzuwenden. Doch nach außen hin, vor allem in Gremien und politischen Kreisen, vermittelten Museumsverantwortliche der 70er Jahre bis auf wenige Ausnahmen mit unverdrossener Dreistigkeit das Bild untadelig erworbener Sammlungen mit sauberen Provenienzbelegen, die sie freilich nie vorzeigen mussten. Dies war Teil einer Strategie, mit der alle bescheidenen Appelle an die Solidarität westlicher Museen sowie kulturell und humanistisch begründete Restitutionsforderungen aus Afrika juristisch zurückgewiesen wurden. Die vermeintliche Legalität der Ankäufe wurde zum autosuggestiven Mantra und ist es bis heute geblieben. Im Dezember 2018 lautete die offizielle Antwort der Bundesregierung auf die Frage nach Erkenntnissen darüber, wie viele Artefakte des Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst in Berlin als mögliche Restitutionsgüter einzustufen sind.
Den Museen und daher auch der Bundesregierung liegen hierzu keine belastbaren Erkenntnisse vor. Natürlich lagen sie vor. Man muss sie nur einsehen dürfen. Die politische Klasse und Vertreter der Zivilgesellschaft in Parlamenten dürfen sich nicht mehr wie vor 40 Jahren mit falschen oder massiv gefilterten Informationen aus den Museen selbst abspeisen lassen. Die Rekonstruktion kolonialzeitlicher Erwerbungen aus Afrika und dem Rest der Welt darf nicht ausschließlich den sie bewahrenden Institutionen überlassen werden. Intern gewonnene Erkenntnisse von Museumsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu unbequemen Provenienzen werden nicht selten von ihren Vorgesetzten unter den Tisch gekehrt. Der Aufgabe sollten sich also unabhängige, paritätisch mit afrikanischen und europäischen Forschern besetzte Kommissionen annehmen. Zudem muss eine freie und eigenständige Auseinandersetzung mit den Kulturgütern aus Afrika heraus ermöglicht werden, unabhängig von europäischen Partnern. Das wiederum setzt eine radikale Öffnung und Digitalisierung der einzelnen Sammlungsarchive oder noch besser ihre Übergabe an übergeordnete, professionell geführte Archive voraus. Die wertvollen Benin-Bronzen sollen das Herzstück des Humboldt-Forums werden. Doch jetzt fordert Nigerias Botschafter erstmals öffentlich deren Rückgabe, war Ende 2020 im Berliner Tagesspiegel zu lesen. Kurz zuvor hatte der seit 2017 in Berlin residierende nigerianische Botschafter Yusuf Tuga auf Twitter kundgetan, dass er bei der Bundesregierung eine offizielle Restitutionsforderung eingereicht hatte. Er warte schon seit einem Jahr auf Antwort. Manch einen beschlich der Gedanke, dass da unfeines Taktieren betrieben wurde, 6 Tage vor Eröffnung des größten Kulturprojektes der Bundesrepublik im Herzen Berlins, suchte Nigeria mediale Aufmerksamkeit. Was für ein Coup! Doch in Wahrheit, das hat die vorliegende Rekonstruktion gezeigt, wartet Nigeria nicht erst seit einem, sondern seit beinahe 50 Jahren auf eine positive Antwort aus Berlin. Ähnliches gilt in anderen europäischen Kontexten für Ghana, Kongo, Madagaskar, Kamerun, Mali, Äthiopien und Tansania, um nur einige der afrikanischen Staaten zu nennen, deren Kulturgüter während der Kolonialzeit systematisch und en masse nach Europa verbracht wurden und die seit den 70er Jahren versuchen, einen Teil davon wiederzuerlangen. Zwar sind in jüngster Zeit einige Rückführungen nach Afrika erfolgt, hier eine Bibel, dort ein Schwert, doch nach wie vor löst das Thema in Europa zwanghafte Reflexe institutioneller Abwehr aus, als sei die Suche nach einem gerechten Umgang mit Sammlungen, die in Unrechtskontexten entstanden sind, eine der größten Bedrohungen für Europas Kulturerbe. Ja. Mit diesem Applaus verabschieden wir Franziska Menz, die jetzt mit noch eine Aufführung hat im Theater, wo ein weiterer Applaus hoffentlich zu erwarten ist. Vielen Dank, Franziska. Und wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit für Fragen, für Statements ihrerseits. Sie haben viel gehört, da sehe ich schon eine Meldung. Wir nehmen dafür dieses Mikrofon, das schon wunderbar hier eingesprochen wurde. Die Busche vielleicht ein zusätzliches Mikrofon transportieren und dann hat der Herr da hinten das erste Wort. Ja, stiller Überseemuseum. Ich habe mal eine Frage zu dieser Thematik. Inwieweit durch die Rückgabe von Kulturgütern äußert man ja auch eine Anerkennung von Schuld, was in einigen Ländern ja auch mit wieder weiteren Forderungen oder was weitere Forderungen zu Folge hat, inwieweit überlagern solche Sachen diese ganze Debatte um Rückgaben? Also welchen Einfluss hat das? Ja, vielen Dank. Sie sind genau im Kern der ganzen Diskussion. Ich weiß nicht, ob das Wort
überlagert. Das ist, was ich nehmen würde. Ich würde eher sagen, es kristallisiert etwas. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Museen in der Mitte unserer Städte, hier in Bremen, direkt am Hauptbahnhof, das ist das Erste, was Sie sehen, wenn Sie nach Bremen kommen, das sind die Orte in unseren europäischen Städten, die das am sichtbarsten machen. Weil der Auftrag eines Museums ist, zu zeigen. Das heißt, der andere Kolonialismus ist nicht ganz so sichtbar. Und deshalb kristallisiert sich alles bei den Museen, die wie ein Prisma, Sachen sichtbar machen, nicht nur sichtbar machen, sondern man kann das begehen, man geht ins Museum und geht oft in Häuser des 19. Jahrhunderts, also die in diesem Geist entstanden sind, wenn Sie nach Brüssel, nach Tervuren gehen, dann sind die noch die ganzen Dekore mit Sprüchen, krassen kolonialen Sprüchen etc., das ist immer noch so. Und das ist in der Mitte unserer Städte und deshalb sind es die Museen, die das gerade kristallisieren und vielleicht noch die Statuen. Und das ist einerseits eine Überlagerung, klar, aber es ist kein Wunder, weil Museen zeigen und sichtbar machen. Und das ist das, was gerade sichtbar, ja, und weil ja die Gesellschaften das gerade anpacken wollen, dann machen sie das da, wo es sichtbar ist. Die Statuen im öffentlichen Raum und die Museen in der Mitte der Städte. Und ja, Sie haben vollkommen recht. Und man würde sich bestimmt als Museum wünschen, dass es separiert wird. Aber weil die Museen in diesem Geist entstanden sind, sind sie so eine Art Fossil davon, auch wenn sie sich entwickelt haben, aber sie bleiben ein Fossil davon und das ist jetzt so. Und das muss man, glaube ich, aber es ist natürlich sehr viel leichter, das zu sagen, wenn man an der Uni sitzt und keine Sammlung, keine eigene hat. Aber irgendwie muss man das transformieren in etwas Positives. Und das klappt ganz bestimmt, aber nicht mit Widerstand und Krampf und Verneinung und aber nicht doch und das war alles legal etc. Damit? Ja, nee, ich rechne nicht mit Ihnen, sondern ich denke immer an mein Berlin. Okay, hier geht's weiter. Rainer Hartmann von Hochschule Bremen. Ich habe mich mit der italienischen Kolonialzeit beschäftigt, in einem anderen Zusammenhang. Es ging jetzt nicht um, es ging um koloniales Erbe. Ich habe mich gefragt, Sie haben viele Beispiele genannt, deutsche Kolonialzeit, Frankreich, England, Belgien ist mal aufgeflackert. Kann man sagen, welche Bedingungen dazu führen, dass Staaten, wie Staaten reagieren? Hängt das von der Art der kolonialen Zusammenhänge ab oder von den heutigen Regierungen? Das Beispiel DDR hat da gezeigt, dass offenbar die sozialistischen Systeme da irgendwie eher geneigt waren, auch auf die sogenannten Dritte Weltländer zuzugehen. Kann man da irgendwie so Kriterien ableiten oder ist es auch etwas, das immer sozusagen in so einem Fluss ist und sich ständig verändert, je nach Regierungsform, eher links, eher rechts und so weiter? Sehr gute Frage. Interessanterweise ist das, also nicht rechts und links zu sortieren, das ist das, was mich überrascht hat oder gar nicht so sehr überrascht hat, aber in dieser Rekonstruktion sind die allerersten, die für Restitution plädieren in West-Berlin, CDU-Abgeordnete. Die sagen, ich war gerade in Nigeria, das kann doch nicht sein, Stiftung preußischer Kulturbesitz, das kann doch nicht sein, wenn sie 5 Stücke wieder abgeben. So. Und das sind also einerseits die CDU und andererseits die jungen Grünen in Stuttgart, die auch in den 80ern, ganz am Anfang, als die Partei gegründet wurden, die ersten sind und also richtig Aktionen machen. Deshalb so. Und es ist auch nicht Afrika gegen Europa, weil sie ja Solidarisierungen haben. Ich würde eher sagen, das ist, also die Grenzen verlaufen anders, nicht politisch. Jetzt mal grundsätzlich zu Italien. Italien spielt eine Mini-Rolle tatsächlich hier in dem Buch, eine kleine, als an Äthiopien zurückgegeben wurde in dieser Zeit. Ich würde etwas sagen, aber das müsste man prüfen, das ist mehr eine Hypothese. Italien hat eher zurückgegeben, auch an Libyen, und die Axum, die berühmte Axum-Obelisk, der Obelisk von Axum, genau, die Stele zurückgegeben. Mein Gefühl wäre zu sagen, wenn ein Land selber die Erfahrung des Verlustes gemacht hat oder selber nachtrauert, dass bestimmte Sammlungen weg sind, hat es
möglicherweise mehr Empathie für Rückgaben. Das ist hat ja in Deutschland nicht so funktioniert. Offenbar. Genau, während ich das sage, merke ich, das glaubt ihr überhaupt nicht. Müsste klappen. Also wenn man selber weiß, wie es sich anfühlt, sein Kulturerbe zu verlieren, hat man vielleicht mehr Empathie. Stimmt nicht. Ich würde jetzt keine Regel aufsetzen. Das Einzige, was vielleicht sich durchzieht, ist, dass im politischen Feld die auswärtigen Ministerien, also diejenigen, die Kontakt haben zu den Ländern, die Botschaften haben etc., dass die mehr Druck machen. Grundsätzlich kommt der Druck auf die Museen eher vom Auswärtigen Amt in Frankreich, Belgien, auch in Großbritannien, Frankreich und auch in Deutschland, von Bonn aus. Hildegard Hamm-Brücher zum Beispiel. Hildegard Hamm-Brücher, die richtig vorprescht und als FDP-Frau sagt, so in 2 Jahren restituieren wir jetzt. Und das sagt sie ohne Absprache, sie macht das. Wird sie 7 Wochen später dann mit der sozialliberalen Koalition? Ja, 2 Wochen später ist sie raus und deshalb hat das auch nicht funktioniert. Aber so, also das Auswärtige Amt gegen Kultusministerium oder in Deutschland gab es ein Kultusministerium, das war das Innenministerium in der Bundesrepublik Deutschland und die sind sehr konservativ und haben auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Und argumentieren sehr national. Ja. Gibt es weitere Fragen? Da gibt es auch Zeitzeugen aus den berühmten, hier war die grüne Bundestagsabgeordnete von Bremen. Bitte, das passt natürlich, Kirsten. Und ein Motor, der politischen Debatte der letzten Jahre. Ja, es ist nett, dass du das sagst, Benedikt. Ja, ich bin Kirsten Köppert-Gonterhening, hat es gesagt. Ich bin vertrete Bremen im Deutschen Bundestag, wie einige von Ihnen möglicherweise wissen. Und ich bin der Auffassung, dass wir diese ganze Debatte um Dekolonisierung vor allem auch deshalb brauchen, damit wir Rassismus verlernen. Weil ja die tradierten Behauptungen von Ungleichwertigkeit eben eine Wurzel des Rassismus sind. Und wir haben jetzt ja so geschmunzelt über diese Widerstände, die wir in den 70er und 80er Jahren erlebt haben. Und dann gab es ja das Zitat dieser einen Frage an die Bundesregierung. Und davon gab es ja zahlreiche, die tatsächlich auch relativ widerständig beantwortet wurden. Und man muss sagen, dass im Humboldt-Forum ich den Eindruck hatte, auch wir sind ja viel in Kontakt, wir auch gemeinsam den Eindruck hatten, dass immer nur das eingeräumt wurde, was sich auch nicht mal mehr verbergen ließ. Und mein Eindruck ist aber jetzt, dass es eine neue Dynamik in der ganzen Debatte gibt und dass die Widerstände etwas sinken. Nun neige ich ja immer so zum Optimismus und deshalb will ich das gerne einmal abklären. Wir haben eben ja ganz kurz nur gesprochen. Aber wie du die aktuellen Möglichkeiten einschätzt, dass wir wirklich zu einer anderen Debatte kommen, dass wir zu mehr Restitution kommen und auch wirklich zu einer vertiefteren Auseinandersetzung nochmal mit unserem kolonialen Erbe in unseren Sammlungen und aber auch darüber hinaus. Vielen Dank. Und auch wirklich einen großen Dank für die geleistete Arbeit, denn es war ja wie in den 70ern, es ist immer eine Konstellation aus Unileuten, Politik, Aktivisten etc., die die Sachen nach vorne bringen. Und genau, es ist kein Einzelprojekt oder Einzelkampf. Und die Grünen haben mit ihren verschiedenen Anfragen im Bundestag wirklich dafür gesorgt, dass die Sachen publik werden. Und das war sehr, sehr wichtig. Das war tatsächlich mein, wenn ich das mal sage. Ja, ja, Entschuldigung. Okay. Ja, ich blick in den Strukturen nicht so ganz durch. Ich wollte das nur hier einmal. Genau, also, und deswegen kennen wir uns auch. Also ich denke auch, dass die Stimmung sich verändert hat. Als vorhin die letzten Seiten vorgelesen wurden, habe ich gedacht, das stimmt ja gar nicht mehr. Also, das ist ja fast von vorgestern, aber das ist im Februar erschienen. Und tatsächlich eine Woche später kam die Entscheidung, Verhandlungen mit Nigeria aktiv zu führen. Oder jedenfalls wurde die Entscheidung bekannt gemacht. Und das hängt, glaube ich, zusammen. Deswegen ist es fast passé und wir sind in eine neue Zeit gekommen. Das glaube ich auch. Aber wenn ich die Labels im Humboldt-Forum sehe oder mir vor Augen führe, habe ich ein wenig die Befürchtung, dass es jetzt eine Art Pseudotransparenz gibt. Also ähnlich wie da, wo man nicht mehr verstecken konnte, hat man es zugegeben, gibt es jetzt, finde ich, eine Geste wie, okay, ihr wollt Transparenz, machen wir das. Aber dann sind die Labels so formuliert, das ist nicht wirklich transparent, sondern das ist wie
Nebel. So, ich nenne nur ein kurzes Beispiel. Es gab einen ganz furchtbaren Kriegsverbrecher, der heißt Hans Glauning, in Kamerun. Dem kleben viel Blut an den Händen. So, und auf den Labels steht, wer Hans Glauning war, Humboldt Führung, und das wird so formuliert wie: er diente in der sächsischen Armee so und so. Er war ein begeisterter Amateur-Ethnologe. Er fiel in Kamerun. Also man erfährt natürlich, dass es ein Offizier war, dass er in Kamerun war, aber das Vokabular, er fiel, er diente, er war ein Amateur, das ist das Wort amare, also lieben, Liebhaber, ist, das ist eine Pseudotransparenz, weil was haften bleibt, ist, das war ein guter Deutsch, er diente und fiel. So. Und man könnte auch sagen, er starb oder er wurde ermordet von seinen Gegnern oder was weiß ich. Aber, und vorher auch von seinen Waffen Gebrauch gemacht, möglicherweise. Ja, also und das macht mir Sorgen, weil das Texte sind, die verschleiern mehr, also sie tun so, als ob sie was sagen würden, aber sie sind fast wie ein Filter oder wie eine Maske und natürlich wird jeder sagen, ja, haben wir doch gemacht, wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, das stimmt, aber ich bin nicht sicher, dass es geklappt hat, also wir werden sehen. Ich glaube, da muss das Publikum vielleicht noch ein bisschen nachfragen, aha, Amateur, Ethnologe. In Kamerun zwischen zwei Strafexpeditionen läuft das. Und wo hat er das gelernt? Oder was ist ein Amateur-Ethnologe in diesem Kontext? Er war unbewaffnet. Ja, ein unbewaffneter Amateur. Jetzt fragt unser Publikum hier nach, die Dame hinten und dann Sie. Ja, herzlichen Dank für die Lesung und die angeregte Diskussion. Ich habe auch eine Frage in Bezug auf die Einschätzung dieser neueren Transparenz und ich sage mal Top-Down-Decolonize-Bemühungen, die ja so weit reichen, dass also sogar das Auswärtige Amt sich dann bemüßigt fühlt, also mit viel Geld irgendwie eine Tagung zu organisieren, nachdem also wirklich Jahre und Jahrzehnte lang also jegliche Arbeit in diese Richtung ignoriert oder abgewehrt oder wie immer worden ist. Und meine Frage ist, welchen Zusammenhang, glauben Sie, hat diese Diskussion über die Öffnung, über die Gutwilligkeit etc. mit der Tatsache, dass halt ganz massive materielle Reparationsforderungen im Raum stehen und dass die Namibia eben tatsächlich das Ganze vor eine internationale Öffentlichkeit gebracht haben, sodass die deutschen Regierungen eben nicht mehr wegtauchen konnten. Und da geht es ja wirklich ums Eingemachte. Und meine Angst oder Befürchtung im Moment ist eigentlich eher, dass halt jetzt immer mal ein bisschen Kunst zurückgegeben wird, weil man dadurch sozusagen also sich den Anschein geben kann, also sich jetzt hier fortschrittlich irgendwie aufzuführen, aber das wie so ein Screen über diesen tatsächlich materiellen Abwehrschlachten liegt. Was Sie ansprechen, ist die Frage der Reparation, die ganz eng verwandt ist mit der Frage der Restitution und Sie formulieren eine Befürchtung, dass Restitution eben das größere Thema der Reparation in den Schatten stellt oder als Ersatz benutzt wird. Es ist eine riesige Debatte. Ich würde gern meinen Kollegen und Freund, also gewordener Freund, kann man sagen, Phil Winsart zitieren, in dem Fall mit einer Antwort, die er oft gegeben hat, die ich so nicht geben würde, weil ich die Metapher des Krieges und des Kampfes vermeide. Aber Phil Winsart ist Sohn eines Offiziers, eines Militärs und er sagt immer, wenn wir in diesem Kampf der Dekolonisierung unterwegs sind, ist das wie in jedem Kampf, wenn man eine Stadt einnehmen will, dann muss man Straße für Straße vorgehen. Und für ihn ist eben die Restitution eine Straße. Und wenn das funktioniert, öffnet das andere Türen. Ich würde so nicht sprechen, weil ich immer eher der Hoffnung bin, dass eine Form von Humanismus oder von Ehrlichkeit, unabhängig von der Metaphorik der Gewalt, passieren kann, vielleicht ist es zu naiv, aber ich glaube, die Sachen werden sich nicht trennen lassen. Also ich glaube nicht, dass wenn ein bisschen Kunst, wie Sie sagen, zurückgegeben wird, dass dadurch die Reparation und die tiefe Aufarbeitung, dass die aufhören wird oder sich so leicht in den Schatten stellen wird. Im Gegenteil, ich glaube, wenn
wenn diese Restitution stattfinden, wenn die Gesellschaften die, die Objekte wieder empfangen, diese Debatten führen, wenn sie eine Lust bekommen an der eigenen Kultur etc., dass das vielleicht empowert wirken kann, oder das ist die Hoffnung jedenfalls, die damit verbunden ist, und dass diese verbunden war schon in den 60ern. Da hieß es immer, wenn wir unsere Unabhängigkeiten gestalten wollen, brauchen wir den Kontakt zu der eigenen Kultur als Kraftnahrung. Und vielleicht passiert das jetzt. Und diese Kraftnahrung wird ja nicht im Bereich der Kunst nur bleiben. Das ist ja nicht abgekapselt. Und das ist fast ein bisschen die Frage von vorhin. Inwiefern sind die Sachen verbunden? Ja, das ist nicht zu trennen. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen. Aber mir macht die falsche Ehrlichkeit, das macht mir große Sorgen. Weil man mit Sprache so viel manipulieren kann. Und unsere jüngere Generation, wenn sie liest, der fiel und diente, also meine Kinder, die verstehen nicht, dass der Mann ein Mörder war oder ein Kriegsverbrecher. Das versteht man nicht, wenn man das so liest. Und das macht mir so. Und ich hoffe, dass alle Besucherinnen und Besucher sehr aufmerksam mit diesen Labels lesen werden und auch Fragen stellen werden. Was heißt das? Etc. So. Also falsche Ehrlichkeit, das ist nicht so weit entfernt von institutionellen Lügen. Schwieriger zu erkennen. Unser Zeitplan noch für eine allerletzte kurze Frage. Das waren Sie, glaube ich, die sich gemeldet hatten. Oder waren es weg? Dann dürfen Sie. Wenn das Mikrofon hier mal hinwandern darf. Ja, wir müssen dann irgendwann das schöne Gebäude verlassen, deswegen müssen wir ein bisschen jetzt auf die Zeit schauen. Sie haben viel von Restitution gesprochen. Ich bin Tanja Mausch, war Kunsthistorikerin und ja, in diesem Thema besonders interessiert. Und Sie haben viel von Restitution gesprochen und von den Ängsten, die in den Institutionen stehen, ja, etwas weggeben. Das wollen wir nicht, wir wollen keine Lücken. Und ich kann mir vorstellen, dass man restituiert, aber gleichzeitig doch die Künstler, die zeitgenössischen Künstler aus diesen Ländern engagiert, damit man diese Lücken mit ihren Werken füllt, die auch selbstbestimmt die Geschichte ihres Landes präsentieren. Das wünsche ich mir auch deswegen, weil wir nun mal sehr viele Migrantenkinder haben mit Migrationshintergrund. Also meine Tochter ist halb Kamerunerin, halb Russin, wächst in Bremen auf. Und ich wünsche mir sehr für sie, dass sie in so ein Museum wie Überseemuseum kommt, ja, ist ja wunderbare Afrika-Abteilung dort, wir lieben sie, ja, dass sie dort auch zu Hause ist. Und dass die Künstler aus diesen Ländern von jetzt und heute das mitbestimmen, was in diesen ethnologischen Sammlungen zu sehen ist. Also vielleicht das so als Sieg aus dieser Angstdebatte, was machen wir als nächstes, wenn die Werke dann weg sind? Ja? Was denken Sie dazu? Ganz kurz vielleicht eine Anekdote, einer der Momente, die mich sehr gehoben, kann man sagen, dass man sich wie gehoben fühlt. Das war eine Diskussion in Dakar, die erste, die wir im Mai 2018 führten mit Museumsdirektorinnen und Direktoren. Und ich kam mit diesen europäischen Ängsten, so sage ich das, oder mit diesen angstgeleiteten, und das was da, und die. Und dann haben wir nichts mehr und so. Also es war ja nicht easy als Thema. Und die allererste Frage war von einem Kollegen aus Kamerun tatsächlich, der sagte, so Leute, wenn ihr uns was zurückgibt, dann habt ihr leere Sockel, was wollt ihr von uns? Sollen wir euch zeitgenössische Kunst schicken? Und dann genau diese Spannung, diese Ängste waren weg. Und da hat man gespürt, was diese neue Ethik der Beziehung ist. Also lass uns gucken, was passiert, wenn wir eben anfangen, ehrlich, wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, so, hier sind eure Sachen, wir haben sie gut gepflegt, wir haben uns richtig gut gekümmert, 100 Jahre. Jetzt wollt ihr sie haben, jetzt geben wir sie zurück. Wir wissen nicht, was passiert. Vielleicht passiert so ein Austausch ganz spontan oder was auch immer. Und ja, das ich würde sagen, das ist zu erwarten. Okay, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Mir wird signalisiert, wir müssen eigentlich mal aufhören. Aber vielleicht mal eine doch allerletzte Frage. Das war die Moderation, die trägt das Mikro in dem Fall für uns möglicherweise.
Dort hinten war, glaube ich, eine Frage noch. Wer war das? Ja, bitte, auch eine junge Generation. Damit machen wir dann Schluss. Tut mir leid, wir können noch lange diskutieren, aber das Buch kann ja auch noch gelesen werden. Es sind auch viele Antworten drin. Genau, ich bin Jascha Lenz. Mich würde interessieren, auch zu sagen, wir haben ganz viel über die institutionellen Ebenen gehört und staatliche Ebenen und was es mit der gesellschaftlichen Ebene, dass eben Privatbesitz auch ganz viel da ist in Familien, die eben durch Angehörige des Militärs oder überhaupt Kunsthandel nach Deutschland nach Europa gekommen sind, ob es da auch eine Institutionsdebatte gibt und dass irgendwie aktiv sozusagen was entsteht. Ja, sehr, das ist also das Thema der Privatsammlung, ob das in Familien ist oder im Kunsthandel. Im Kunstmarkt ist etwas anders gelagert, weil Privateigentum ja nicht, man kann nicht zwingen zur Restitution, man kann Mechanismen einführen. Aber das erinnert mich an ein Buch, das vor einigen Jahren erschienen ist, von Stefan Kolderhoff mit dem Titel Die Bilder sind unter uns. Unter uns. Und er meinte, die Bilder, die die jüdischen Familiensammler oder Leute, die als jüdisch gebrandmarkt wurden, entnommen wurden. Also es gibt nicht jüdische Sammler, es gibt Sammler. Und manche unter ihnen sind in den 30ern als jüdische Sammler verfolgt worden und ermordet worden. Das ist so. Aber, und er sagte, die Bilder sind unter uns. Und wenn man anfängt, sich mit diesen kolonialen Sammlern zu befassen, merkt man tatsächlich, wie viel in den Familien ist. Mich hat das überrascht. Ich habe das nicht. Auf dem Kunstmarkt weiß man das, aber in Familien, das ist sehr, sehr viel. Noch da ist und ich denke, es wird sich einiges bewegen. Es gibt auch schon Familien, und mir sind zwei, drei Fälle bekannt, die von sich aus zurückgeben. Ein berühmtes Beispiel war aus Großbritannien ein Nachfahre eines Offiziers von Benincity, der von sich aus zurückgegeben hat und gesagt hat, ich war so froh, den Eindruck zu haben, dass mein Stück, was bei mir im Wohnzimmer war, jetzt am richtigen Platz ist. Bei mir war es fehl am Platz. So, es gibt Beispiele von Sammlern, die Kunst aus Mali, der Dogonkultur gesammelt haben, ihr Leben lang, und die stiften das am Ende ihres Sammlerlebens nach Bamako ins Museum zurück. Das gibt es. Oder ein Franzose, ein Kunsthändler, Robert Valois, hat ein ganzes Museum in Cotonou gegründet, ein kleines Museum, aber ein ganzes. Und er hat mit anderen Kunsthändlerkollegen auf dem Kunstmarkt bestimmte Objekte, sogenannte Rekaden, das sind so kleines Zepter, gesammelt und dorthin gebracht. Das ist eine Art Privatrestitution und er bezahlt auch das Museum dort. Das gibt es, solche Initiativen gibt es. Und ich merke auch in meinem eigenen E-Mail-Verkehr, dass ich immer mehr Mails bekomme von Leuten, die sagen, oh, ich habe das und das zu Hause. Hier Foto im Anhang, was mache ich damit? Ich weiß es nicht. Aber die Bewegung wird es geben und wir werden sehen, was sich entwickelt. Aber dass wir überhaupt darüber sprechen und die Nachfahren oder sie durch den Keller gehen und sagen, oh, okay, Großvater war der Urgroßvater war in Kamerun 10 Jahre und jetzt habe ich so viel im Keller, vielleicht hängt das zusammen und so weiter. Also das, wir werden sehen, aber noch würde ich nicht sagen, dass es eine ganz große Bewegung gibt. Es gibt die einzelnen Beispiele. Ja, wir werden sehen, das ist jetzt unser Schlusswort und dass wir was sehen werden, ist zum großen Teil Ihr Verdienst. Vielen Dank, Benedikt Savoir, für Ihren Besuch bei uns und für Ihr Buch. Ja, mein Name ist Libusha Czerna, ich vertrete hier heute das Literaturfestival Globale und ich möchte mich sehr bei Frau Savoir bedanken, dass sie nach Bremen gekommen ist. Ich möchte mich auch sehr gerne bei Henning Bleil bedanken für die Moderation. Ich glaube, es ist heute Abend klar geworden, wir sind nicht am Anfang der Debatte, wir sind schon zumindest in Deutschland und Frankreich irgendwie am Anfang von mittendrin, würde ich sagen. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich war selbst in der vergangenen Woche in Marseille und habe da das Museum Musem besucht und habe erhofft, dass ich da etwas über die Mediterrane
mediterrane Kultur erfahre. Ich persönlich fand die Exposition dort sehr steril bis blutleer und sehr frankophon geprägt. Und deswegen fand ich das sehr interessant, was Sie gesagt haben. Was ist eigentlich der Weg? Wie kann man das heute zeitgemäß in Europa auch dieser Verbindung zeigen? Wir haben gemeinsam Mitte September eine Veranstaltung im Überseemuseum mit Nana Oforiatta-Aim gemacht. Die kuratiert gerade eine Ausstellung, die am 4. Dezember in Dortmund, in Dortmunder U, eröffnet wird. Da wird eben zeitgenössische Kunst aus Ghana kombiniert mit den Objekten, die in deutschen Sammlungen vorhanden sind, gezeigt. Ich denke, das ist wirklich ein sehr interessanter Versuch und ich würde mich auch sehr freuen, wenn man mehr von zeitgenössischer Kunst aus afrikanischen, aus verschiedenen afrikanischen Ländern hier erfahren konnte. Da wissen wir sozusagen gar nichts. Ich möchte mich auch bei der Bürgerschaft bedanken für die Gastfreundschaft heute und möchte Sie im Namen von Antje Grote, die auch schon nach Hause gehen musste, weil sie den Umzug ihrer Tochter vorbereiten muss heute Abend, Sie einladen zum Getränk. Sie haben auch Gelegenheit, sich das Buch von Frau Savoir hier zu kaufen bei der Buchhandlung Storm und Frau Savoir wird sicherlich gerne auch signieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und am sonstigen schönen Nachhauseweg und ein schönes Wochenende. Es soll ein wunderbares Wetter sein. Ich freue mich. Der Mitschnitt der Veranstaltung wird auf böll-bremen.de zu sehen sein. Material der Böll-Stiftung finden Sie auf dem Tisch dort, unseren übrigen Arbeitsfeldern und jetzt nochmal.